Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht. Meine Damen und Herren, wenn ihr wüsstet, wo ich gerade sitze, dann wärt ihr erstaunt. Ich sitze gerade in Bonn, neben oder gegenüber von Sugar. Hi Sugar. Hallöchen, wie geht's? Sehr, sehr gut. Wie geht's dir denn? Dankeschön, mir geht's gut. Ich muss sagen, wir sind hier gerade die Ersten, die in meinem Studio einen Podcast aufnehmen. Finde ich gut. Echt? Finde ich auch. Ja. Also ich finde interessant, wenn man so deine Musik hört, wo deine Lieder geschaffen werden. Genau, also du siehst ja auch, dass es hier wirklich sehr bescheiden ist. Ja. Hier sind die notwendigsten Sachen, Mikrofon, Boxen, ein Tisch. Und hier habe ich schon Alben aufgenommen. Ne? Ja. Ja. Ja, da kommen wir später noch dazu, wie du deine Alben so aufnimmst, was da so passiert. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Jetzt muss ich nur wissen, langt Sugar oder muss man das MMFK mitmachen? Nee, es langt Sugar zu sagen. Ja. Ich muss auch sagen, dass das MMFK viel später dazugekommen ist. Okay. Und Sugar ist so ein Name, der, so wurde ich auch in der Schule schon genannt. Okay. Ja, ich habe dich ja nach deinem echten Namen gefragt und du hast gesagt, hey, nenn mich einfach Sugar. Passt. Genau. Zu dem MMFK, da kommen wir auch später noch dazu, ob es wirklich heißt, meine Musik für Kinder. da habe ich recherchiert. Nee, aber wir haben jetzt was Neues. Achso, echt? Neues. Ja, ich muss auch sagen, diese Namensfindung ist auch nicht so einfach. Das heißt, für die, die auch diesen Podcast hören, ja, vielleicht kommen die auch auf neue Ideen, wie wir das sonst ist die schreiben per Instagram. Genau, sehr, sehr gerne. Ja. Okay, vielleicht fällt mir ein bisschen auch was. Irgendwas habe ich im Kopf gehabt, aber ich dachte mir, ich will jetzt auch nicht so übergreifend sein, dir zu sagen, das muss heißen, mein Messias für König oder so. Oh, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja. Wir fangen mal an bei deiner Kindheit. Weil ich finde es immer interessant, so ein Bild zu haben oder zu bekommen von einer Person, die hier gegenüber oder am Mikrofon sitzt, mhm, und so ein bisschen die Kindheit mitzubekommen, wie die Kindheit war. Wie war denn deine Kindheit? Du bist in Deutschland geboren. Genau. Und also da habe ich eine Riesenfrage später dazu, zu ein paar Dingen in deinem Leben. Aber ja, wie war denn deine Kindheit? Also meine Kindheit, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin in Deutschland geboren. Meine Mutter ist quasi mit meinen zwei Geschwistern nach Deutschland geflüchtet. Mhm. 1992, da gab es den Bürgerkrieg in Angola. Mhm. Und genau, ich war quasi blinder Passagier. Ne? Ich war im Bauch meiner Mom, ja, während sie geflüchtet ist, und bin dann hier geboren. Und ja, von Beginn an, ich sag mal, für alle Beteiligten, ganz neue Welt, Europa, Deutschland und zu der Zeit auch noch, da gab es noch nicht so viele Migranten aus Afrika, also mit dunkler Haut. Mhm. Ja. Und, aber für mich speziell, ich muss sagen, ich bin hier, ich habe eine ganz normale Kindheit gehabt, ich bin halt mit Gelbsucht aufgewachsen. Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das genau ist. Ich weiß nur, man muss in so einen Brutkasten, glaube ich, ne? Genau, genau. Ja. Ich war lange Zeit in einem Brutkasten gewesen. Ich hatte auch gelbe Haut gehabt. Okay. Ja. Genau, und das liegt halt daran, dass ich als Kind im Bauch meiner Mutter halt diese ganzen Schüsse und diese ganzen Schocks erlitten habe, ne? Echt? Ja, meine, okay, Mutter hat ja eine sehr stressige Zeit gehabt in der Schwangerschaft durch diesen ganzen Krieg. Und, mhm, ich habe das halt alles mitbekommen. Im Bauch quasi, ja, und bin dann mit Gelbsucht auch auf die Welt gekommen und hat halt lange gedauert, bis alles komplett zurückgegangen ist, bis meine ganze, ja, ich komplett gesund war. Mhm. Aber von da an, ich war ein ganz normaler Junge, der halt viel unterwegs war, der Freunde hatte, der gut aufgenommen wurde. Und das Einzige, was ich nicht hatte, eine sehr lange Zeit, war halt ein Vater gehabt, ne? Weil mein Vater, mhm, konnte erst 7 Jahre später einreisen. Okay.
genau. Weil er kämpfen musste oder weil er... Es war halt politischer Krieg, ja. Ne? So eine Art Putsch im Land, dann Bürgerkrieg und es war halt einfach schwierig auszureisen. Ne? Es ist nicht so einfach, dann alle zusammen jetzt in Flieger, das geht halt nicht. Ja. Genau. Und meinem Vater wurden sämtliche Papiere weggenommen, damit er überhaupt gar nicht raus kann. Okay. Und das hat halt 7 Jahre gedauert, bis er irgendwie nachkommen konnte. Genau. Ist dieser Bürgerkrieg manchmal noch zu Hause bei euch Thema? Also wo ihr sagt, so Mensch, weiß noch damals, liebe Frau, wie das war? Nee, ich muss sagen, meine Mutter hat sich hier total integriert und auch heimisch gefühlt. Ja. Und sie hat sogar eher, ist das halt so ein Thema, dass sie mehr Angst davor hat, zurückzugehen. Mhm. Halt einfach, weil es immer wieder zu so einer Situation kommen könnte. Ja. Auch wenn das jetzt für mich, für jemand, der jetzt hier geboren ist, so unwahrscheinlich, unrealistisch, wie soll von jetzt auf gleich so ein Bürgerkrieg entstehen und so ein Putsch. Mhm. Aber aus ihrer Realität her, sie weiß genau, wie es damals passiert ist. Und ja, sie weiß, es kann jederzeit wieder passieren. Okay. Das ist so ein Angstthema, sage ich mal. Ja, okay. Wie war denn das? Du hast jetzt gesagt, 7 Jahre ohne Vater. Mhm. Ich war ja gerade auf der Reise zu dir nach Bonn, da habe ich kurz in Wiesbaden angehalten, um Olli Bagno zu treffen und Shayan und Nisa von den deutschen Podcast. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass die Vaterrolle eine sehr wichtige ist. Definitiv. Ja. Und gerade in den Anfangsjahren. Mhm. Wie war das bei, also ich will dich jetzt nicht fragen, ob du einen Knacks hast oder sowas, weil du deinen Vater 7 Jahre nicht bei dir hattest, aber merkst du manchmal das Defizit, was du 7 Jahre nicht hattest? Also hatte dir Kontakt oder war das einfach so, irgendwo da draußen ist mein Vater, der kommt irgendwann noch? Boah. Das ist halt ehrlich gesagt so das deepeste Thema so in meinem Leben eigentlich. Ja. Weil es gibt ja manche Sachen, da will man gar nicht so drüber nachdenken, ne? Mhm. Weil das einen auch traurig macht. Ich habe halt einfach mein bis zu meinem 7. Lebensjahr, also ich sag mal, das war ja dann die, also Kindergartenzeit und dann 1., 2. Klasse, habe ich halt den Kindern anfangs immer gesagt, ja, mein Vater kommt bald, mein Vater kommt bald. Und die Kinder haben natürlich auch immer gefragt, ja, wann kommt dein Vater, wann kommt? Und irgendwann habe ich einfach gesagt, mein Vater ist gestorben. Weißt du? Okay. Genau, weil einfach mich hat es genervt, dass Leute mich fragen. Ich kannte ihn auch gar nicht. Ich hatte gar keinen Bezug. Heutzutage machst du FaceTime und alles, ne? Mhm. Aber damals war das nicht so. Und ich hatte gar keinen Bezug zu dieser Person. Und das hat schon eine Lücke in meinem Leben hinterlassen. Mhm. Aber auch als er dann da war, war es noch schlimmer. Weil echt? Ich hatte ja dann trotzdem noch eine Vorstellung, wie es sein könnte, wenn er da ist. Ja. Aber wo er dann da war, war es halt ganz anders. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, das ist das Prägendste mein ganzes Leben lang. Mhm. Abgesehen von, also mich hat die Straße nicht so hart geprägt, der Knast hat mich nicht so hart geprägt, die Musikzeit hat mich nicht so hart geprägt. Mhm. Wie die Zeit mit meinem Vater und die Zeit ohne meinen Vater. Ja. So. Weil als mein Vater weg war, habe ich ja die anderen Kinder gesehen mit deren Papa. Mhm. Und habe halt gesehen, die gehen raus, Fahrrad fahren, gehen zum Angeln und machen viele Dinge. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn mein Vater kommt, dann machen wir das auch. Mhm. Und mein Vater kam, aber der musste erstmal Deutschkurs. Er musste erstmal 1-Euro-Jobs machen. Erstmal, weißt du, er hatte gar keine Zeit für so Sachen. Mhm. Für dieses, ja, wir gehen jetzt zusammen Fußball spielen oder angeln oder schwimmen oder irgendwie sowas, ja. Ja. Und ich bin dann direkt in so einer harten Realität so reingewachsen, dass halt so wie man sich erstmal integriert, erstmal was aufbauen muss und alles. Und das war natürlich nicht diese Figur vom Papa, die ich mir gewünscht habe. Mhm. Und dann kam halt noch das dazu, dass wir auf einmal immer zu Hause anfangen mussten zu beten. Okay. Und Lobpreis zu Hause. Also christlich dann? Genau, genau. Ja. Das nennt man ja Gebetskreis, mhm, zu Hause mit der Familie. Und das war ja für mich sowas, Alter, was ist hier los, weißt du? Also ich bin noch ein Kind, ja, und ich muss jetzt hier immer das Gebet mitsprechen und dann muss ich mal lesen, dann mein Bruder mal, weißt du, dann müssen wir die Lieder auswendig lernen und so Sachen. Ja. Und da ist viel Zeit reingegangen, so. Das gab's, also
es war so wie jeden Tag, ab 19 Uhr wird gebetet, so, weißt du? Mhm. So richtig streng. Ja, ja, das wurde durchgezogen. Okay. Ja, ja, das wurde durchgezogen, okay. Genau. Ja. Ich bleibe mal kurz bei dem Vaterthema. Wenn es dir unangenehm ist, sag's bitte. Gerne. Jetzt bist du ja Christ geworden. Mhm. Und du hast ja quasi Jesus als deinen Erlöser kennengelernt oder lernst ihn noch kennen. Wie ist denn das mit Gott, dem Vater? Also wie spielt denn das, was du früher erlebt hast, mit deinem Vater heute eine Rolle? Ich weiß, Deep Talk gleich am Anfang. Voll. Aber ja. Ich muss sagen, es hat eigentlich auch einen negativen Zusammenhang, weil dadurch, dass ich dann halt mich gar nicht irgendwann mehr mit meinem Vater identifizieren wollte, ja, weil er ja ein ganz anderes Leben reingebracht hat als das, was wir als europäische Kinder, sage ich mal, hier so gelebt haben. Ja? Das heißt, ich habe mich dann noch mehr im Gegensatz entwickelt. Ich wollte ganz anders sein, gar nichts mit dem zu tun haben. Ja. Und so habe ich das dann halt auch lange durchgezogen, dass ich dann halt auch mit dem Glaubensthema auch so wenig wie möglich zu tun haben wollte, weil ich wusste, dass das eigentlich immer unsere Brücke ist. Ne? Mhm. Weil mein Vater ist ein Pastor. Ah, echt? Genau. Auch hier in Deutschland? Genau, auch in Deutschland, ja. Okay. Er hat das auch hier Theologie studiert und so. Und er ist auch mit der Mission von Angola gekommen, hier diese eine Gemeinde zu machen. Ah. Und so hat das halt zu Hause angefangen, als Gebetskreis und alles. Und ich natürlich als Kind, wer denkt da, ich habe ja nicht mal sowas gefragt. Ja. Ich bin einfach mit jemand aufgewachsen, der jeden Tag Bibel gelesen hat, jeden Tag gebetet hat, dann 19 Uhr uns alle versammelt hat, Lieder gesungen hat, gebetet hat, weißt du? Mhm. Und er hat nichts anderes gemacht in meinem Leben so, außer gebetet, gesungen und halt letztendlich eine Gemeinde gegründet auch. Ja. Ja. Okay, krass. Also, aber hast du das dann so empfunden, dass er für dich, also dass er Gott über dich stellt? Definitiv. Also warst du neidisch auf Gott? Boah. Ja? Also ich würde nicht mal sagen neidisch, aber es war so, guck mal, ich versuche dir das mal so zu erklären. Wenn du jetzt ein kleines Kind bist, ja, und du vermisst deinen Papa so krass und hast so eine Vorstellung, der ist der größte Held und der macht alles mit und weißt du, der hat Geld und ihr reist und alles, ja? Ja. Das kannst du alles nur nicht machen, weil der Papa noch nicht da ist, denkst du dir. Und dann kommt dieser Papa und für ihn ist Gott das Wichtigste. Mhm. Er investiert seinen ganzen Tag in Gebet, in Lobgesang, in Bibellesen, ne? Und dieser Gedanke, dass er mit dir mal irgendwie schwimmen geht oder so, ja, du siehst es gar nicht, dass er überhaupt über sowas nachdenkt. Weißt du? Mhm. Und das heißt, ich hab es nicht mal gesehen, ja, Gott ist mal ein Konkurrenz, aber ich habe gar nicht in seiner Welt existiert. So habe ich das gesehen. Okay. Weißt du? Ja. Es war so ein Ding, ich existiere gar nicht in dieser Welt, was er da lebt. Ja. Ich bin auch nicht gut genug dafür. Okay. So ein Gefühl. Meinst du, ohne das jetzt kurz auszuführen, nicht kurz, ohne das auszuführen oder ins Detail zu gehen, aber dass dich dieses Bild damals, was du gesehen hast von deinem Vater, ich nenne es jetzt mal so, weggetrieben hat von Gott, aber auch quasi in Sachen, die du gemacht hast, die nicht okay waren? Ja, es ist jetzt schwer, ich habe noch nie darüber so nachgedacht, ne? Es ist schwer zu sagen, ob das nicht vielleicht sogar meine Trotzreaktion war, ne? So noch mehr auf die Kacke zu hauen, weil du warst nicht da, so ein auf den. Ja. Aber ich glaube, da würde ich zu krass so die Schuld von mir auf meinen Vater lenken, weißt du? Weil jetzt, final gesehen, ist mein Vater der größte Held für mich. Ja. Weißt du? Mhm. Das ist eigentlich die Pointe, das ist das Finale. Weißt du, ich meine? So, das ist eigentlich die Moral der Geschichte. Mein Vater hat mir das Wichtigste mit auf den Weg gegeben, und zwar das Wort. Die Macht der Worte. Meine Damen und Herren, vor mir sitzt Sugar. Hi Sugar. Pow! Was geht? Schön, dass ich da sein darf bei dir im Studio. Ich habe das Privileg, der Erste zu sein, der erste Podcast in deinem Studio. Ja.
Es ist sehr schön hier, du hast schöne Lichter. Und ein Trikot von wem ist das? Ah, Paris. Das ist Paris-Trikot. Ich weiß, dass das mein erfolgreichster weltlicher Song ist. Ja. Trikot von Paris. Ja, habe ich gegoogelt. Nicht gegoogelt, recherchiert, sagt man ja. Recherchiert. Bei Wikipedia. Nein, aber... Ja, genau. Also man kann ihn auf jeden Fall noch anhören, genau, auf Spotify. Genau, man kann den Song noch anhören. Und ich denke auch, die Songs bleiben alle online. Ja, ja, ich muss halt sagen, das ist ein Teil meines Zeugnisses. Mhm. Obwohl das halt, ehrlich gesagt, meine Fans, Hardcore-Fans, die ich immer schon habe, die werden mich vielleicht dafür echt haten. Aber diesen Songtrick von Paris kann ich schon seit 3-4 Jahren gar nicht mehr hören. Okay. Ja, weil das ist ja so, jeder will immer den Song und dann hast du den überall gespielt und wirst immer damit identifiziert, obwohl der Song sagt eigentlich gar nichts aus. Ja. Und das ist ja das komplette Gegenteil zu dem, was ich jetzt mache, weil jetzt hat meine Musik eine Botschaft. Das stimmt. Wann hast du das letzte Gott ist Liebe released? Genau, mein Gott ist Liebe ist erschienen vor 2 Wochen. Okay, ja, doch genau. Schon so alt. Nein, eine Woche, sorry, eine Woche ist das jetzt. Ja. Jetzt mit Datum, frag mich nicht, ich glaube, das war der 12. 12.7. Ja, 12.7. Okay, dein erstes war ja Du. Genau. Da kommen wir auch später dazu. Wir reden weiter da. Wir haben letzte Woche ein bisschen über deinen Vater geredet und die Beziehung zwischen dir und deinem Vater und was das mit dir gemacht hat. Du hast auch gesagt, bis zum 7. Lebensjahr war dein Vater nicht in deinem Leben. Und ich habe auch ein bisschen so hinterhergehakt, wann die Rebellion vielleicht dagegen angefangen hat. Wie war denn das dann weiter in der Schulzeit? Also du bist ja dann ein bisschen auf Abwege gekommen, ne? Genau, Schulzeit muss ich sagen, ich habe mich ja irgendwann auch abgefunden. Ich bin in einem, sage ich mal, Dorf, ja, wurden wir gut aufgenommen. Wir waren in einem Asylheim, haben wir gelebt und hatten dann auch so eine Asylwohnung gestellt bekommen in Ohlenberg. Und das ist halt ein kleines Dörfchen, wenig Einwohner, aber war sehr herzlich. Mhm. Die Leute haben uns sehr, sehr gut empfangen, haben uns wirklich ihre Unterstützung von A bis Z angeboten. Und ich hatte da meine Oma Anni und Tante, weißt du, so, ich bin richtig unter den Deutschen aufgewachsen und war halt richtig alles sehr familiär. Ich habe bis heute noch Familie dort, würde ich sagen. Ja. Genau. Und war auch letzte Mal vor... 3 Wochen war ich da gewesen mit meinem Bruder, weil da meine Oma verstorben ist und das Haus jetzt verkauft wird. Und wir wollten noch einmal da reingehen, wo wir quasi auch Teil unserer Kindheit verbracht haben. Mhm. Dementsprechend, dieser Part ist sehr schön. Miese wurde es ab der 1. Klasse. Okay. Genau. Die 1. Klasse habe ich halt das erste Mal Rassismus erfahren. Und zwar anhand meiner damaligen Klassenlehrerin, die Frau Nietzsche. Ich weiß nicht, ob man den Namen hier piepen muss, aber sie lebt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wer kennt auch, es gibt 20 Frau Nietzsches, gibt es ja bestimmt. Ja, Frau Nietzsche, genau. Aber was hat die dann gemacht? Also ich habe ihr verziehen, ja. Ich habe ihr verziehen und ich hätte ihr natürlich gerne in Lebzeiten, auch jetzt mit meinem Mindset, sie gerne mal zur Rede gestellt. Aber sie hat Folgendes gemacht. Wir waren halt Kinder, wir sind aus der Pause reingekommen, waren alle aufgedreht gewesen, keiner hat sich hingesetzt. Und sie stand dann vorne an der Tafel und hat einfach gewartet, bis alle sehen, dass sie vorne steht und sich von selbst hinsetzen. Ja? Und es hat halt gedauert. Ne? Wir alle waren laut und wir waren auch mit uns beschäftigt. Und dann irgendwann hat sie mich gerufen. Ich schaue so und wir sehen die alle, ne, und dachten, okay, wir müssen jetzt ruhig sein. Dann sagt die, ja, komm mal nach vorne. Habe ich mich nach vorne gestellt und dann sollte ich mich mit dem Rücken zur Tafel stellen, also mit Blick Richtung Klasse. Habe ich gemacht und sie hat dann einen Papierkorb genommen und den über meinen Kopf ausgeleert. Also so hinter mir hat sie das dann über meinen Kopf ausgeleert. Und dann hat natürlich die ganze Klasse gelacht. Und ich selbst, ich war so verunsichert, ich habe einfach mitgelacht, weil ich dachte, okay, die lachen alle, ne? Ja, ja. Genau, und dann am selben Tag halt, meine Mitschüler haben es natürlich ihren Eltern erzählt und dann einige Eltern sind dann zu meiner Mutter gegangen und haben ihr gesagt, ey, weißt du, was passiert ist? Und unmöglich, wir müssen dagegen vorgehen. Und halt alle Mütter von diesem Dorf, ne, das habe ich erst jetzt, als ich zuletzt da war, ne, jetzt vor 3 Wochen erfahren. Ja.
dass die wirklich da so eine Art Petition. Ja, Petition. Wirklich, die haben da mit Anwälten und alles auf die Beine gestellt. Echt? Ja, ja, um da meine Mutter unter die Arme zu greifen und haben auch selbst, wie sagt man, Elternabende einberufen und alles, dass man die Lehrerin da los wird. Okay. Hat letztendlich auch dazu geführt. Aber genau, meine Mutter hat mich dann an dem Abend dann gefragt, was ist passiert? Mhm. Und ich habe es ja gar nicht gecheckt, dass irgendwas Schlimmes. Und dann fing meine Mutter an zu weinen und hat gesagt, mein Sohn, es ist alles gut. Und weißt du, so, es ist nicht deine Schuld und sowas. Und ich war so verunsichert und habe dann erst realisiert, dass mir sowas Schlimmes eigentlich angetan wurde, dass ich so eine Art, ja, so erniedrigt wurde. Ja? Ob das Mobbing, ob das Rassismus. Mhm. Ne? Aber du hast es jetzt Rassismus genannt, ne? Und du musst mich in dem Punkt mit Rassismus ein bisschen naiv sehen, bitte. Also nimm es dir nicht zu Herzen, okay. wenn also ich will dich nicht verletzen damit oder der Leute, die es hören. Warum glaubst du, dass es Rassismus war? Also vielleicht warst du einfach nicht von deinem Äußeren auffällig, aber vielleicht von deinem Charakter auffällig. Also das glaube ich auch, definitiv. Ne? Mhm. Ich war ja, ich war aber sehr süß, weißt du? Mhm. So. Mich konnte man nicht haten oder sowas. Okay. Ja. Aber, also wie heute eigentlich. Ja, wie heute. Ich finde schon sehr sympathisch, so muss ich sagen. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, warum ich das als Rassismus deklariere, ist halt, weil das bei den schwarzen Kindern, die in der Schule waren, und das waren halt nur 4 oder 5, ist das auffällig häufig gewesen, dass solche Sachen passiert sind. Okay. Und ich bin ja gerade in der 1. Klasse und sie ist meine Klassenlehrerin. Das heißt, ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, so viel Erfahrung zu machen mit ihr oder allgemein. Ja? Mhm. Und jetzt vor 3 Wochen, wie ich gesagt habe, war ich ja wieder in dem Dorf. Mhm. Und die haben mir auch gesagt, also die war eine Rassistin. Ja? Okay. Genau, sie war eine Rassistin und sie hat auch, sie wollte am liebsten wirklich auch ausländische Kinder so nochmal mit der Rute auf die Finger hauen und sowas. Also war das, du bist ja jünger als ich. Also, oder ist im Dorf das anders als... Nee, aber sie hat sich das gewünscht, dass man das nochmal machen darf. Genau, okay, genau, krass. Genau. Und also es sind viele Sachen, schlimme Sachen mit ihr so passiert, aber ich will gar nicht so viele schlechte Sachen jetzt erwähnen. Die Frau ist schon gestorben und alles. Aber genau, diese Erfahrung hat meine komplette Kindheit verändert. Okay. Weil ich ab dem Zeitpunkt an... Also da ist mir schon Ungerechtigkeit widerfahren. Mhm. Und das noch Schlimmere war, dass der Rektor sich halt trotzdem zu der Lehrerin gestellt hat. Und anstatt, dass wir uns aussprechen konnten mit ihr, hat er sie beurlaubt. Mhm. Und ich sollte dann im Gegenzug die Klasse wiederholen, damit ich eine andere Lehrerin habe. Okay. Also doppelt beschissen. Ja, doppelt beschissen. Also eigentlich dreifach, weil, weißt du, wenn du dich wenigstens aussprechen kannst, wenn du wenigstens mal sagen kannst, was sollte das, ja, dann ist das vielleicht schon mal raus. Aber wenn die Person wird geschützt, dann heißt es, ja, die ist gerade im Urlaub und so, weißt du? Und dann sind Sommerferien, dann nach den Sommerferien bist du komplett abgekapselt von deinen alten Freunden, mit denen du eigentlich im Kindergarten warst. Mhm. Und dann kriegst du wieder eine Lehrerin. Ja. Und da fing alles an, dass ich komplett, also jede weibliche Autoritätsperson, der habe ich keinen Respekt gegeben, nix. Wenn die gesagt hat, ja, bitte Stift hinlegen, habe ich gesagt, warum ich? Alle haben Stift in der Hand. Ja. Weißt du? Es war dann immer, warum ich? Hast du die Hausaufgaben? Warum fragen sie mich? Warum nicht den anderen? Mhm. Ne? Ey, ihr müsst mich entschuldigen, ich habe ein bisschen so Reizhusten. Aber das interessiert mich. Meinst du, das geht viel, darf man Schwarze sagen? Ja, natürlich. Meinst du, das geht vielen so? Also vielen Schwarzen, dass die quasi als Kind vielleicht was erlebt haben und dann dieses, weil, also ich wollte eigentlich nicht in dieses Thema rein, aber ich finde es manchmal von Schwarzen so ein bisschen übersensibel. Das ist jetzt vielleicht unsensibel von mir, aber manchmal denke ich mir, da ist eine Wunde irgendwann geschlagen worden und die dominiert jetzt schwarze Personen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann ist quasi recht viel, oder ich übertreibe jetzt mal, alles Rassismus.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt, sage ich mal, meinen Standpunkt zu verlassen, so auch als ein gläubiger Christ, der sich auch wirklich vor dem Herrn auch erniedrigt und unterwirft und auch nicht größer sein möchte, als der Herr mich macht, ja. Aber ich würde sagen, ich bin kein Opfer. Ja. Ja? Und dementsprechend bin ich auch keiner, der jetzt zu jede Art von Diskriminierung, es kann sogar Diskriminierung sein, dann ist es Diskriminierung. Mhm. Weißt du? Ich bin keiner, der dann sagt, ja, das war Rassismus oder nur, weil ich schwarz bin und sowas. Ja. Davor, das nehme ich auch selber nicht ernst. Und ich habe halt in meinem Leben gab es vielleicht 4 Situationen und ich bin mittlerweile 31, wo ich wirklich sagen kann, das war Rassismus. Ja. Ja. Und das sind halt solche eindeutigen Situationen gewesen. Bei dieser Situation ist das halt so, ich war viel zu klein, um überhaupt zu wissen, was Rassismus ist. Weil es sind ja schon andere Sachen schon vorher passiert mit der Lehrerin, die ich jetzt halt nicht erwähnt hatte. Mhm. Ja. Weil dann wird es zu emotional, dass man dann auch, ja, der sagt, der hat sowas erlebt, sowas, warum haben die nicht die Weißt du, dann wird das so ein großes Ding. Ja. Ich bleib bei dieser Sache mit dem Mülleimer, weil das hat halt mehrere Folgen gehabt. Ja. Weil wir darauf auch irgendwie reagiert haben. Aber diese anderen Sachen, diese Ohrfeige oder so Sachen, das sind dann Sachen, ist passiert und wir haben es einfach so stehen gelassen. Weißt du? Okay. Und sorry, nochmal zum Thema Rassismus. Ja. Ja. Man muss halt das eine so sehen, dass das Thema Rassismus, es ist ja nicht gleich einfach Diskriminierung, sondern es geht ja wirklich darum, Menschen einer gewissen Abstammung, einer gewissen Ethnie, ja, von vornherein zu degradieren, dass man sagt, die sind am wenigsten wert. Ja, genau, die sind kriminell. Das genau, sind, das ja, sind ja, die. Sowas, ja. Ja. Mhm. Und da sind nun mal die Schwarzen, ja, am untersten Punkt in dieser Denkensweise. Mhm. Genau. Und weil wir vor allem in Deutschland auch, muss man sagen, die Minderheit sind, ja, auch vor allem am wenigsten gehört wurden lange Zeit, bis zu Black Lives Matter und so, diese ganzen Bewegungen, ne, so, kann ich mir schon vorstellen, dass viele halt sehr sensibel sind. Mhm. Vor allem jetzt nach dieser Sache, weil die denken, ja, jetzt wurden wir einmal gehört und jetzt will ich diese ganzen, ja, mein Hack von den letzten 10 Jahren, ja, wo ich immer geschwiegen habe, will ich jetzt zurückholen. Ich kann mir das schon vorstellen, so. Mhm. Aber für mich ist ja, also, wie gesagt, ich bin da nicht kein Opfer, sage ich mal. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe mich immer zu wehren gewusst. Ich war immer jemand, der aufgestanden ist, gesagt hat, nein, geht nicht. Ja? Und da kommen wir auch direkt zu dem Punkt. Ja. Lass mich einfach mal ein bisschen erzählen. Erzähl mal, du hast noch 3 Minuten. Okay, 3 Minuten habe ich noch? Ja. Okay, nee, aber ich wollte dir dazu halt einfach nur sagen, dass das halt meine Kindheit wirklich sehr ins Negative verändert hat. Ja. Ich hatte keinen Respekt mehr vor Autoritätspersonen weiblicher Art. Und dann habe ich halt die Klasse mehrmals wiederholt. Ich habe mal dann die 3. geschafft, dann die 4. wieder nicht, dann die 5. geschafft, dann die 6. wieder nicht. Das ging so weit, dass meine Mutter gesagt hat, ey, wir müssen hier weg, wir müssen umziehen, du hast dir hier alles schon verbockt. Und du hast hier einfach keine Zukunft mehr. Dann sind wir nach Bonn gezogen. Okay, wie weit ist Oberdingsbums? Genau, Linz am Rhein. Linz am Rhein. Bis nach Bonn. Das ist nicht so weit, ne? Da bin ich vorbeigefahren, glaube ich. Ja, das sind so mit dem Auto vielleicht 45 Minuten. Ja, okay. Ja. Mhm. Genau, und dann in Linz war das so, dass ich bei der Anmeldung der Schule, der Direktor hat mir gesagt, ey, wenn wir dich hier anmelden, dann kommst du erst mit 21 von der Schule. Ja. Okay. Und so Standard ist so 17, 18 vielleicht, weißt du? Das war so ein Statement. Und er hat dann gesagt, ey, wir können es mal probieren, ja, weil die Geschichte, die du erzählt hast, hat mich auch sehr getroffen. Wir können dich 2 Klassen höher stufen und du kannst mal ein halbes Jahr machen. Dann sehen wir an deinem Halbjahreszeugnis, ob du mitkommst oder nicht. Ja. Das heißt, ich habe in meinem Leben noch nie die 6. Klasse beendet und die 7. Klasse beendet. Also 7. Klasse gemacht. Mhm. Ich bin direkt in die 8. eingestiegen und habe die 8. mit einem Zeugnis. Ja. Wie sagt man, Durchschnitt? Genau, mit einem Durchschnitt von 2,3 absolviert.
Nicht schlecht. Das war sehr gut. Ja. Also das war gut. Das war gut. Genau, und das hat natürlich allen gezeigt. So. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. So. Er hatte einfach schwierige Phasen. Und genau, ich habe dann auch das erste Mal einen Klassenlehrer gehabt. Okay. Genau, und da kommen wir vielleicht wieder auch zu der Geschichte mit Autorität, mit Vorbildern, männlicher Art und sowas. Das ist schon wichtig in meinem Leben gewesen, ja. Aus der Sicht und mit den Worten von. Also, wir haben immer noch Sugar bei uns zu Gast. Yo! Meine Musik für Kinder. Hast du deinem Vater mal erzählt? Ja, ja. Genau. Ja, aber ganz kurz, wie unangenehm ist das? Wie, mein Vater fragt, was heißt MMFK? Ja. Ja, was soll ich denn sagen? Für die, die es nicht wissen, wir lösen es ganz, ganz am Schluss dieses Interviews auf. Machen wir. Genau, aber das stimmt. Aber hast du darüber nachgedacht, wie du dir MMFK gegeben hast, was dein Vater sagen würde? Weil das denke ich mir nämlich öfter, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Olli Bagno Lieder geschrieben hat früher oder Sido oder wer auch immer, dann denke ich mir manchmal, wenn das so ich sage jetzt mal, so schön Sauerei-Texte sind, was, ob die nicht drüber nachdenken, was die Mutter denkt oder wenn die mal Kinder haben, was die Kinder denken. Nee, in dem Moment bist du ja, du lebst genau gerade diesen Film. Ja. Ja, du bist gerade in dem Moment und da denkst du dir gar nicht so, du denkst nicht mal, dass du so lange lebst, Mann. Du denkst, ich lebe nur bis 26, weißt du? Ja, ja, und naja, dieses, wir kommen ja noch auf das Thema. Auf jeden Fall. Wir kommen mal auch dazu, wir haben letzte Woche ein bisschen gehört von den Rassismus-Situationen in deinem Leben als auch Kleinkind. Und auch ein bisschen deine Abneigung gegenüber dann Frauen oder nicht den Respekt Frauen zu zollen. irgendwann hat es angefangen, ein bisschen krimineller zu werden in deinem Leben. Warte mal, wir müssen das korrigieren. Ja. Ich hatte keine Abneigung gegen Frauen. Also, wie sagt man da? Ja, ich hatte einfach ein Problem ja. mit weiblichen Autoritätspersonen. Danke, du kannst es das wesentlich besser genau als ich. Genau, das ist das Ding gewesen. Darum bin ich nur der Fragensteller und du der Antworter. Genau, nee, ich hatte ein Problem mit weiblichen Autoritäten. Ja. Also Autoritäten, ja. Wie war das dann mit... Kriminalität und so, wie kam das dann in dein Leben rein? Oder darf man das gar nicht sagen? Doch, aber die Ableitung ist... Weil ich war schon im Kopf so weit. Ja, ja. Nee, aber... Die Kriminalität hat nichts mit Frauen zu tun. Nee, ich muss sagen, dass dadurch, dass ich ja dann... Komm, wir sind jetzt in so einem Quatsch drin. Aber ich schon sagen. Dadurch. Aber wir lassen das natürlich guck mal, drin aus. Ja, okay, guck mal. Sehr hochsympathisch ist ja das. Ich wollte sagen, wenn du weiter lachst, kannst du. Okay, warte, ich drehe mich mal okay. weg. Guck mal, dadurch, dass ich so auf die Klasse. Dadurch, dass ich so auf die Klasse wiederholt habe. Und halt, ja. Wir lassen einfach, ist einfach sympathisch, auch mal zu lachen okay, in der Jugend. Okay. Aber, du weinst schon. Ich weine okay, schon. Okay, ich höre mal auf, warte mal, ich muss mich auch mal zusammenreißen. Okay, die Klasse hast du relativ oft wiederholt, hast gesagt. Genau, ich habe die Klasse oft wiederholt. Ey, mach mir das kurz. Ich hatte mal Aggression. Ich kann nicht. Ich hab lange nicht so gelacht. Oh. Okay. Ja. Ich hab die Klasse oft wiederholt. Mhm. Hatte brutale Minderwertigkeitskomplexe, muss man sagen. Ja? Weil ich dachte mir, guck mal, ich hab so oft wiederholt. Eigentlich liegt es gar nicht an mir, die Lehrer, dies und das. Und sobald ich die erste Ungerechtigkeit nur gerochen habe, ja, wenn ich das Gefühl hatte, ey, irgendein Mitschüler oder irgendjemand ist mir gegenüber disrespectful, ja, das waren Kleinigkeiten. Mhm. Dann habe ich oft direkt so Gewalt oder wurde ich aggressiv. Ja. Aber das war halt
aus diesem Affekt heraus, dass ich nie wieder in diese Opferrolle fallen wollte. Okay. Ich wollte nie wieder ein Opfer sein, der sich nicht wehrt. Mhm. Das war ja das Ding, weil damals hat man mir den Papierkorb über den Kopf ausgeleert. Und ich war so klein und war so verunsichert, ich wusste ja gar nicht, was passiert ist. Was ist das jetzt? Was ist das? Ja. Na, alle haben gelacht und ich habe einfach auch angefangen zu lachen. Und ich wollte nie wieder in so eine Situation kommen, dass ich so quasi ohnmächtig bin. Mhm. Ne? Genau. Das heißt, ich habe immer direkt zugeschlagen. Und so hat sich das dann oft rumgesprochen. Ey, bei einer Schlägerei wurde ich auf einmal angerufen. Und auf einmal war das sogar wertvoll, ja, so aggressiv zu sein und sich gerne zu hauen und sowas. Und es hat sogar Frauen gefallen, ja, wenn du der Starke bist, der Leute weghaut und so. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, Leute wegzuhauen oder nur noch in solchen Kreisen rumgetrieben, wo dann halt auch so mal, sowas mal entsteht, Schlägereien oder ne, wo man dann halt die Fäuste sprechen lassen muss. Und genau, das hat halt dann irgendwann dazu geführt, wie gesagt, dann habe ich hier schon viele Straftaten gesammelt. Da war ich schon 12 oder so. Also 11, 12. Ja. Also waren nicht nur jetzt so Schulhofschlägereien, sondern schon ein bisschen härter. Nee. Es ging schon manchmal auch vor Gericht auch. Okay. Ja, es ging schon vor Gericht. Auch wenn das so ein Ding war, der Junge hat mich zum Beispiel wirklich mit dem N-Wort benannt. So. Mhm. Aber das ist nicht mal so ein Ding, was ich unter diesem Rassismus kategorisieren würde. Ja, okay. Das ist halt für mich einfach eine schlimme Beleidigung und sehr verzweifelte Beleidigung. So, ne? Das ist sowas, was du nutzt, wenn du einfach gar nicht mehr weiter. Ja, wie HS zum Beispiel oder so. Ja, HS ist ja sowas, das kann jeden treffen. Ja. Aber halt so dieses Stimmt, N-Wort okay, ist halt wirklich so, da gehst du auf Vorfahren, da gehst du auf Geschichte, da gehst du auf Ethnie, da gehst du auf deine Farbe. Mhm. Und das ist einfach so ein Ding, sehr, sehr wie sagt man? Unterschwellig. Nein, einfach letzte Schub, also unterste Niveau einfach, weißt du? Genau. Der Junge zum Beispiel hat mich so genannt. Habe ich gesagt, wir klären das nach der Schule, okay, wir klären das 1-1. Dann habe ich ihn weggehauen und dann hat er mich trotzdem angezeigt. Solche Dinger gibt es natürlich auch, ne? Ja. Aber ja, okay. So habe ich halt meine ganzen Sachen angehäuft. Also da war ich dann mit 13. Haben wir dann entschieden, nach Bonn zu ziehen. Mhm. Das war die Geschichte. Ne? Dann sind wir nach Bonn gezogen, um einen Neuanfang zu machen. Und in Bonn, muss ich sagen, ging das dann halt so erste Jahr gut, weil ich wollte ja auch die Schule da machen, wollte auch beweisen, dass ich es kann und alles, habe das auch geschafft. Und, aber bin da halt in einen Kreis reingekommen, wo ich das erste Mal unter auch schwarzen Jungs war. Mhm. Genau, und das hat mir halt auch wieder... Ja, gibt Identität halt, genau, ne? Ja, weil du unter deinen bist. Genau, Identität gegeben. Und aber das war halt, wir waren so ein bunter Haufen. Und da halt ist diese Kriminalität nochmal auf ein anderes Level gestiegen. Da ging es nicht mehr nur noch um irgendwie hauen, da ging es darum, Geld zu machen. Ja. Genau, weil wir halt den ganzen Tag zusammen auf der Straße rumgehangen haben, auch draußen halt auch gegessen haben, ging es dann auch irgendwann darum, wie können wir auch draußen Geld verdienen. Mhm. So. Und das war halt so mit 14 war dann schon so meine Hochphase, kriminell zu sein. So. Mhm. Also ihr habt dann Drogen vertickt oder wie habt ihr Geld verdient? Es gibt manche Sachen, darüber redet man halt einfach nicht so. Ja. Das sind einfach keine schönen Sachen. Ja. Mhm. Ich sag mal eher die leichteren Dinge sind so zum Beispiel... hier Autos aufbrechen oder Autoscheibe kaputt machen für ein Navigationssystem oder so. Okay. Damals waren das dann so TomTom, Bäcker, Navis oder so, ne? Die haben wir dann hier bei der Pizzeria oder so irgendwo für 30 Euro verkauft. Okay. So, das war dann halt schnelles Geld und einfach. Wir sind irgendwie den ganzen Fußballplatz lang gelaufen, wo gerade das Spiel war. Und haben alle Autos aufgeschlagen mit so einem Busnothammer. Mhm. Okay. So, das war halt unsere ersten Erfahrungen, irgendwie selbstständig auf der Straße irgendwie Geld zu machen. Und halt aus 30 Euro
das lohnt sich ja dann nicht lange, ne? So. Dachte ich mir auch, ne? Das ist irgendwie genau, wenig. Genau, ja, ich sag mal, früher hat der Döner 2,50 gekostet, hat sich das gelohnt. Okay, aber, ja. Aber hat da dein Gewissen damals nie angeklingelt? Also, weil das war ja, da war ja dein Vater da mit 13, 14. Ja. War das nicht so, dass du drüber nachgedacht hast? Also ich muss auch sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Das Einzige, was ich mal kriminell gemacht habe, war ein Vollrausch und danach mit dem Motorrad gefahren. Also halt Kindergarten eigentlich. Aber wie war das dann? Also hast du dann nicht irgendwie drüber nachgedacht, was dein Vater sagt? Noch ein kleiner Hinweis, kannst du das Mikrofon drehen? Ja, also wenn ich spreche, okay. Drehe ich das. Okay. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was mein Vater denkt. Ich habe ein Doppelleben geführt, sehr gekonnt. Zu Hause Lobpreis und Bibelverse lesen? Nicht ganz, da war ich meistens noch draußen. Ja. Ich bin immer danach gekommen, wenn ich wusste, okay, die beten jetzt von 19 bis 21 Uhr. Mhm. Bin ich immer 22 Uhr, 23 Uhr gekommen. Okay. Genau. Ich habe mit dem Leben gar nichts zu tun gehabt. Mehr. Okay, also diese Anfänge, wo dein Vater versucht hat, dich da reinzubringen, genau. Die waren dann irgendwann auf das Genau, Alter. Das war komplett auf Distanz. Irgendwann hat mein Vater halt eine Gemeinde gehabt auch, ne? Richtig mhm. Kirche und alles. Da bin ich dann sonntags hingegangen. Mhm. Ne? Aber halt so, also... Warum lachst du schon? Nein, weil ich das auch kenne. Also dieses ja. Alibi-mäßige. Halt, ja, ne? Ja, so man geht, dass der halt einfach chillt. Weißt du, so, du denkst dir, ey, komm, ich war doch da gewesen ne, am Sonntag. Aber das Ding war halt, zu Hause war ich Juan Michel ne? Mhm. Und draußen war ich Sugar. So, ja. Weißt du? Und das war schon, als ich schon 12 war, das war ich, weißt du, die ganze Zeit. Und, mit Sugar hatte ich halt einfach... ein besseres Leben, sag ich mal. Ja, für jemand, der quasi in der Welt irgendwie was darstellen möchte. Ja. So. Als Sugar hatte ich Geld auf der Straße, Anerkennung, Respekt. Weißt du, wir hatten jeden Tag, wenn wir wollten, konnten wir Partys machen. So. Mhm. Weißt du? So war unser Leben. Ja. Wir haben wirklich, wenn die anderen Jungs Sommerferien hatten, Schule, da waren wir die, die halt Wohnung hatten, die Frauen hatten, die Geld hatten, die, weißt du, Möglichkeiten hatten, auch mal in eine andere Stadt zu fahren und sowas. Ja. Und das war halt zu der Zeit sehr, sehr viel wert. Mhm. So, weil wir haben viele Menschen dadurch kennengelernt und so. Und das heißt, ich habe alles draußen aufgebaut. Ich hatte irgendwann gar keine Zeit mehr, zu Hause zu sein, weil ich einfach draußen zu viel am Laufen hatte. Ja. Und genau, das ging bis dahin, dass ich dann auch wirklich mein aktives Geld auf der Straße verdient habe. Okay. Genau. Krass. Was ich mich jetzt frage, ne, du nennst dich ja heute auch noch Sugar. Genau. Und verstehe ich auch irgendwie, wenn man einen Namen etabliert hat, wäre es ja bescheuert, wenn du dich jetzt anstatt Sugar Salt nennen würdest oder so. Mm. Aber denkst du manchmal dran, okay, das, also gibt es so ein Denken von dir, wo du sagst, okay, das war der alte Sugar, vielleicht müsste jetzt was Neues kommen, Karamell vielleicht, irgendwas, was mit Zucker zu tun hat. Oder ist es so gar nicht in deinem, also weißt du, was ich meine? Also ich muss sagen, ich habe oft versucht, ja, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ich habe dadurch, dass ich halt nie mein Herz verändert habe, ja. Ja, erkannt, dass es halt eigentlich so ein Ringen so ringen um, weißt du, das ist so ein Haschen nach Wind, weißt du, weil der Herr verändert alles. Ja. Das heißt, er verändert die Geschichte, er verändert die Intention, warum er dich überhaupt damals dahin geführt hat, warum er mich das alles erleben lassen hat, dass ich jetzt ein Zeuge sein kann, ja. Weißt du. Und genauso wichtig finde ich halt auch, dass man weltlich gesehen, ja, weil ich trenne das schon, dass ich das sehe, so geistlich gesehen, und weltlich gesehen sehe ich das schon so, dass es mir sogar wichtig ist, dass Leute am Ende sagen, ey, der Sugar, ne, der das alles erlebt hat, ne, der ist am Ende zu Jesus gekommen. Weißt du? Mhm. Das ist so die Pointe. Und genau so, denke ich, ist es auch wichtig, dass wie Paulus, der Christen verfolgt hat,
trotzdem Paulus geblieben ist. Aber er war ja vorher Saulus. Ach so, genau. Da hast du auch jetzt was Schönes gesagt, ja. Ja. Genau. Aber für mich zum Beispiel, ich habe in dem Namen MMFK, weil da halt auch etwas, da ist eine andere Intention gewesen mit diesem Namen. Ja, da ging es darum, Stärke zu zeigen. Da muss man sich selbst irgendwie motivieren. Das war, du weißt, was das bedeutet. Ja, ja, klar. Meine Musik für Kinder. Nein, ich weiß, was es bedeutet. Nee, du weißt, was das bedeutet, ja. Genau. Aber jetzt mittlerweile sehe ich das nicht mehr, dass ich das sein muss, weißt du, sondern dass Gott das für mich ist. Und deshalb denke ich auch, dass MMFK vielleicht bedeuten sollte, meine Musik fürs Königreich. Verstehst du? Ja. So, und das ist halt etwas, wo ich denke, doch, das ist genau da, da sollte sich was ändern. Weißt du, das ist das, worauf man auch was bauen kann, dass man mehr Leute, die Musik fürs Königreich machen möchten. Man könnte ein Label machen, dies und das, weißt du? Daraus was entwickeln. Aber Sugar, das hat ja immer zwei Seiten, weil Sugar ist ja auch süß. Ne? Wie du gesagt hast, sympathisch. Ja. Ne? Aber zu viel Zucker kann auch zu Diabetes führen. Kann auch gefährlich sein. Ja, das stimmt. Und deshalb, wie der Herr sagt, alles ist uns gegeben, ne? Aber alles im Maß ist okay. Also, und deswegen, ich glaube, Sugar bleibt sowieso immer Sugar. Ne? Okay. Aber ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile auch lieber privat bin, also Michelle bin. Habe ich auch jetzt gelernt zu akzeptieren. Okay. Das ist nämlich eine ganz andere Geschichte nochmal, weil das ist was, das hat lange gar keine Rolle gespielt. Die Person Michelle. Ja. Weißt du? Du bist Rapper und vom Beruf Musiker. Genau. Ich habe dich das so, vielleicht war es dumm, gefragt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, was du eigentlich beruflich machst. Und du hast gesagt, du bist Musiker. Genau, ich bin Musiker seit 2017 lebe ich auch von der Musik, ja. Ja. Genau. Wie man hören kann, wir befinden uns hier auch in deinem Studio und nebenan werden schon deine neuen Tracks aufgenommen. Lass mal kurz einmal hören. Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall am Arbeiten. Genau, wie hat denn das bei dir mit Rap angefangen? Also man muss ganz kurz sagen, für den Hörer, du hattest auch eine Zeit, wo du im Gefängnis warst, aber du hast vorher schon mal angefangen ein bisschen mit Rap. Was hat dich denn inspiriert, Rap zu machen und was hast du so für Vorbilder gehabt? Ich muss sagen, inspiriert hat mich mein Umfeld. Ja. Ich hatte so ein paar Kollegen, die haben Musik gemacht, Dardania Warriors, das waren so albanische Jungs, die haben gerappt und ich habe die immer supportet und an einem Tag haben die mich dann sehr spontan, ja, da habe ich schon in Bonn gewohnt, aber die kommen aus Linz, ich bin immer wieder hingefahren, kennst du so, man ist noch nicht ganz in Bonn angekommen, so, weißt ja. du? Ja, und da waren wir dann halt am Chillen. Und genau, das erste Mal war bei DW im Studio. Mein Bruder D4C sagt, ey Sugar, geh dir einen Kuli holen. Das schreibt mir eine Hook, ich weiß, du machst kaputt. Wir waren voll besoffen und haben noch einen gebufft. Ich bekam keine Luft, Hotbox auf Extrema, nahm noch einen Schluck und machte aus der Hook ein 16er. Also so simpel ist es eigentlich entstanden, dass man dieses musikalische Talent, ja, das Potenzial entdeckt hat. Weil die Jungs haben halt Musik gemacht und ich war dabei und gute Laune, alles gut. Da hat der Kollege gesagt, ey, schreib doch mal was. Ja. Mach mal einfach so ein Refrain, eine Hook. Und ich wusste ja gar nicht, wie viel Zeilen, was ist eine Hook. Ja, ja, und ich habe so viel geschrieben, da hat er gesagt, ey, ich mach die Hook jetzt und du machst jetzt den Part. Okay. Und das haben wir dann veröffentlicht. Und ja, das war unser erster Moment. Weil das ging dann schon für die Verhältnisse von damals, ging das viral. Okay, ja. Yeah. Und da meinten die Leute, ey, du musst dranbleiben. Und genau, da, aber ich hatte die Möglichkeit nicht, ne? Jetzt habe ich ein Studio und alles, ne? Damals war so, ey, war schwer irgendwo aufzunehmen. Und die Leute haben schon das Potenzial gesehen. Jeder wollte irgendwie ein Feature, aber alleine aufnehmen durfte ich nirgendwo so. Okay. Genau, dann habe ich auch nur so 2 oder 3 Songs gemacht. Dann wurde ich auch schon inhaftiert und habe dann in der Musik, habe dann im Gefängnis
Hey, hör auf. Das, weißt du, was das Schöne ist? Ja. Mit dir zu lachen ist wirklich schön, Mann. Das freut mich. Ich muss sagen, heute war ich ja bei diesen die deutschen Podcasts und die lachen immer sehr viel. Und ich dachte mir, ich bin eigentlich jemand, der nicht so viel lacht. Ja, ja. Aber es ist schön, wenn du mir das sagst. Doch, doch, es ist echt sehr, sehr schön. Danke. Genau, aber ja, dann bin ich halt im Knast, habe ich dann angefangen, richtig mich mit Musik auseinanderzusetzen. Habe auch die ersten Rap-Alben gehört, weil da drin ist es halt im Umlauf draußen. Ich hatte kein Geld, um mir irgendwelche CDs zu holen oder das Interesse nicht. Ich war ja eh selber immer nur unterwegs. Und da drin war ich jetzt eingesperrt für 2 Jahre. Mhm. Ja, und habe mir sämtliche Alben mal angehört, habe mir Styles angehört, habe erkannt einfach, okay, Rap ist also echt eigentlich ein Kunstwerk. Ja? Weil ich habe gerappt und ich wusste nicht mal, was Flow ist. Ja. So, das ist schon so ein Ding. Checkst du? Ja. Ja. Wie alt warst du dann, wie du in den Knast gekommen bist? Mit 19. Okay. Und ich hoffe jetzt, du hast keinen totgeschlagen, aber darf man fragen, warum du im Knast warst? Ja, das ist nämlich das zweite rassistische Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay. Genau, so viele Jahre später. Und zwar im Bus, Karneval hier in NRW, vor allem in Bonn, Köln, wird Karneval sehr, sehr ausgiebig gefeiert. Und, Hochburg. Hochburg, definitiv. Genau, dann bin ich im Bus gerannt und da saß ein Mann, ja, der war auch so mit Bomberjacke und so gekleidet. Aber hätte ja Karnevalskostüm sein können. Natürlich, so. Natürlich, die verkleiden sich gerne. Ja, und genau, der hat dann halt, ich wollte dann an ihm vorbei, die verkleiden sich eigentlich jeden Tag. Ne? Ja, aber genau, dann wollte ich an ihm vorbei und er hat dann so gesagt, geh aus meinem Blickfeld, du Neger. Okay. So, und ich war so geschockt, dass er es so frontal einfach in mein Gesicht ging, so. Ich war so wie paralysiert, weißt du? Ich dachte, hey. Und der hat es ja so laut gesagt, eigentlich der ganze Bus hätte es hören müssen. Ich habe irgendwie was erwartet, ich weiß selber nicht, ja. Solidarität oder ich weiß gar nicht. Ich war einfach geschockt. Und dann habe ich so gefragt, hey, was hast du gerade gesagt? Da sagt er, geh aus meinem Blickfeld, hat er nochmal richtig betont. Ne? Okay. So, und dann hat er mich direkt am Kragen gepackt und hochgehoben. Und wie gesagt, ich war da zu dem Zeitpunkt noch 18 gewesen und er war 27. Okay. Und jetzt, wenn man so älter ist, man denkt, ja, 27, weißt du, aber wenn du selber 18 bist, dann ist jemand, der 27 ist, für dich schon ein Riese, weißt du? Ja, und dann habe ich da mit denen gekämpft im Bus, weißt du, so voll die Schlacht. Ja. Und was ich nicht wusste ist, das war so ein Bus, wo zwar quasi eine Dreier, also ganz hinten im Bus, gibt es halt die Fünferreihe. Ja. Und dann davor ist dann so eine Dreierreihe so an dem Bus. Seite und auf der anderen Seite auch so eine Dreierreihe, okay. Die sich dann gegenüber sitzen. Ja, okay, quasi. Ja. Die fahren dann quasi links in den Verkehr oder rechts. Also, ja. Also der Bus fährt in diese Richtung. Genau, der Bus, also die Fünferreihe guckt geradeaus, wo der Bus langfährt. Ja. Und die zwei Dreierreihen gucken sich gegenüber. Ja. Genau, aber die gucken nicht in Fahrtrichtung. Ja, genau. Sondern, okay. Aber ich hab's verstanden. Genau. Und ich wollte ja da vorbei und ich habe gar nicht gesehen, dass er mit seinen Kollegen am Sprechen war. Ja. Das heißt, sein Kollege war ja auch noch da. Mhm. Und der hat mich dann halt in so einen Schwitzkasten gepackt. Mhm. Und dann konnte der andere halt einfach auf mein Gesicht draufhauen so. Aber war da keiner da? Also der Bus war rappelvoll. Das und kein halt Idiot Karneval, hat geholfen. Ne? Der Einzige, der geholfen hat, war halt mein Kollege, der auch da hinten im Bus saß. Und der hat dann ein Messer gezogen. Dein Kollege? Ja. Und hat den dann in den Rücken gestochen. Genau. Hat man erst neulich in Mannheim. Ja, weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann, aber... Ich meine nur dieser Stich. Ja. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß auch nicht, warum er ein Messer dabei hatte und so. Also... Ich weiß, dass wir halt in dieser Zeit uns wirklich auf einen kriminellen Terrain bewegt haben, um wirklich halt auch Namen zu machen und so. Ja, da hat man es dann auch nur noch mit Leuten zu tun, die irgendwie bewaffnet sind. Aber es geht dann nicht darum, dass man irgendwelche Passanten attackiert, sondern halt eigentlich um im Milieu quasi seine Sachen zu verteidigen, hat gesagt. Ne? Ja.
Genau, und ich war halt nicht bewaffnet oder so unterwegs, aber mein Kollege hatte das Messer und hat ihn dann gestochen gehabt. Ja. Und das war halt so die Situation, die halt alles, also sehr viel einfach verändert hat. Mhm. So. Also hat er überlebt dann, der Nazi? Ja, der hat überlebt, der hat überlebt. Okay. Es war halt ein Stich. Mhm. Ne? Er war auch sehr gut gebaut, muss man sagen. Also, nicht so weich wie ich. Ja, ich sag mal, es war halt kein tödlicher Treffer. So, ne? Ja, aber es hätte ja trotzdem passieren können. Mhm. Weil sowas, da achtet ja keiner darauf. Ja, keiner richtig. Macht jetzt hier, okay, da ist die Lunge und da ist nicht, mhm. weißt du? Ja. So, Messer gestochen und da hofft man wahrscheinlich, dass es nicht zum Tod führt, weißt du? Mhm. Aber ich weiß, dass wir beide... Wir sind aus dem Bus dann gerannt und hatten gar keinen Gedanken, mhm. ob der lebt oder nicht. Das hat uns gar nicht interessiert, weil mein Gesicht war so demoliert. Ich habe auf beiden Augen doppelt gesehen. Okay. Meine Augen waren so angeschwollen, weil du musst dir vorstellen, ich war in einem Schwitzkasten. Mhm. So wie so ein Polizeigriff, glaube ich, nennt man das. Ja, wo die Arme so quasi über deinen Kopf schon... So ein Wrestling-Trick. Ja, so wie die Arme sind so verschränkt, aber über deinen Kopf so. Yeah. So hat er mich gepackt, okay. der eine. Und mhm. der andere kommt dann von vorne einfach drauf, mhm. auf mein Gesicht so pausenlos Fäuste geben. Ja. Und ja, wer weiß, was mir passiert wäre, ne, wenn jetzt mein Kollege nicht eingesprungen wäre. Aber mhm. genau, das war eigentlich der Hauptgrund. Und es war dann, du bist dann ins Knast wegen Körperverletzung. Genau, wegen schwerer Körperverletzung. Ja, aber du hast ja das Messer nicht gehabt und du hast dich eigentlich nur verteidigt, oder? Genau, das ist ja... oder hast du den ersten Schlag gehabt? Weil in Bayern, wo ich herkomme, sagt man, du kannst den ersten Schlag haben, aber der zweite, den ich habe, der ist dann... Genau, das Ding ist, es gab da gab es sogar eine Überwachungskamera, mhm. die hat alles aufgezeichnet, die hat alles gesehen. Und warum ich überhaupt letztendlich sagen kann, dass es ein Nazi war, ja. ist ja, dass man im Bus gesehen hat, wie er den Hitlergruß gemacht hat. Okay. Extra so in meine Richtung, mhm. aber als ich ihn noch gar nicht angeschaut habe. Er hat das so zweimal gemacht. Okay. Da hat er im Gericht gesagt, als man ihn darauf angesprochen hat, ja, ich habe einen Vogel draußen gegrüßt und sowas. Ja, weißt du? Aber genau, das Ding ist ja, dass in dieser Zeit dann, mhm. als das passiert ist, waren wir dann in unserem kriminellen, weil das ist halt schwer zu erklären, aber wenn man jetzt auf diese Straße geht, ja, ja. da gibt es halt auch Levels. Mhm. So. Also wie in diesem Smartphone-Spiel. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Smartphone spielt, aber... Aber ich meine halt so, du levelst dich hoch oder... Genau, ja. ich würde eigentlich eher sagen wie so ein Schüler, ja, ja, der irgendwann zur weiterführenden Schule geht, dann irgendwann eine Ausbildung anfängt, mhm. ja, Geselle wird, mhm. danach vielleicht ein, wie sagt man? Vorarbeiter oder so. Vorarbeiter oder irgendwann ein Master macht. Ja. So. Weißt du, ich meine? Mhm. So ein Level meine ich. Okay. Und wir waren quasi von Schüler... zur Auszubildende, also Auszubildenden. Mhm. Und jetzt waren wir auf dem Weg dahin, selber Leute auszubilden. Nachdem okay. wir jetzt mit Messer und am Drogenverkaufen waren und all das und unser eigenes Territorium mäßig verteidigen. Mhm. Weil es gab ja auch andere Dealer, die uns gesagt haben, ey, hol bei uns. Weißt du? Ja. Yeah. Und da fing ja das Ganze an, dass wir angefangen haben, uns zu bewaffnen. Okay. So. Und das heißt, ab dem Moment, wo wir dann das Messer benutzt haben, mhm. sind wir dann auch auf dieser kriminellen Stufe, sag ich mal, aufgestiegen. Okay. Man hat uns ja. ernster genommen und dann wurde das Messer auch öfter eingesetzt. Ich hatte dann auch eine Stecherei gehabt, wo ich dann selber auch das Messer benutzt hatte. Mhm. Auch in sogar einer Wohnung gab es ein, so ist das passiert. Ja. Und das heißt, diese zwei Sachen waren in so einem kurzen Zeitraum, mhm. dass die Polizei, also ich sag mal, der Staat, die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ey, die sind eine Gefährdung für die Gesellschaft. Mhm. Wir müssen einen Haftbefehl aussprechen ja. und die direkt erstmal verknacken. Okay. wie war denn das Gefühl, als du gehört hast, du musst jetzt 2 Jahre ins Gefängnis? Ja, Katastrophe. Also ich wusste ja erstmal gar nicht, ich war gerade Praktikum am Machen und so. Ja. Ich habe mein Praktikum gemacht und dann kamen so 6 Zivilpolizisten in den Laden in rein. Okay. Ja, weißt du? Und ich kam zu spät. Dann hat mein Chef mich, also er hat mich kontaktiert. Mhm.
er hat mich gar nicht erreicht und ich bin dann halt, das war halt meine Zeit, ich war am Verkaufen. Weißt du? Mir ist das manchmal unangenehm, das so zu erzählen, aber ich habe halt Drogen verkauft. Ist dein Zeugnis. Ja, weißt du? Und ich kam halt zum Praktikum, wann ich wollte. Ich habe mein Praktikum bei einem Kollegen gemacht, weißt du, ich meine, der wusste, ich verkaufe und sowas. Ja. Und das war immer so abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, ja, ich habe vorher noch Kunden, die ich bedienen muss und sowas. Er sagt, ja, komm, Hauptsache sei vor 15 Uhr, weil da kommt der Chef und sowas. Weißt du, so ein Ding. Ja, und das heißt, ich war irgendwann so 11 Uhr auf dem Weg dahin. Und die waren ja schon dann, um 9 Uhr war die Polizei schon da gewesen. Und ich war nicht aufzufinden. Ne? Ja. Und genau, dann stand ich da, wollte gerade eigentlich, genau, mich hat einer angerufen, wollte noch was kaufen bei mir. Ich habe ihm, habe mich mit ihm getroffen, habe ihm dann zwei Tütchen gegeben. Und dann drehe ich mich um und ich musste so eine Gasse langlaufen. Und das war so eine schmale Gasse, dass wenn ich jetzt zwei Männern entgegengehe, da muss einer von den Männern hinter dem anderen laufen, damit ich durch kann. Ja. Aber die sind beide nebeneinander stehen geblieben und weiter so auf mich zugelaufen. Das war schon das erste Signal irgendwie, was, warum. Also ne? Was verkehrt, ja. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und dann ruft mich der Junge von hinten, dem ich gerade zwei Tütchen verkauft habe, und sagt, hey, Bro, hast du noch Blättchen? Blättchen sind halt diese Paper, um zu rauchen, weißt du? Und ich hatte so eine Prada-Tasche immer so über meinen Hals hängen so, und hatte dann da alles drin. Hab dann so Tütchen rausgeholt und sag so, ja, hier, gib ihm noch die Tütchen. Dann stehen die zwei Männer vor mir und sag so, ja, sind Sie Jean-Michel Diao? Ich guck die so an, ich sag, wer will das wissen? Und dann spricht er gerade Kriminal, er will gerade Kriminalpolizei aussprechen und ich lese nur seinen Lippen, Kriminal, und ich bin direkt gerannt. Aus der Sicht und mit den Worten von... Du siehst auf den Lippen diese von einem von diesen zwei Leuten, die auf dich zugekommen sind, Kriminal. Du drehst dich um und rennst. Genau. Wie ging's weiter? Ich habe ja ab dem Moment, wo der dieses Kriminal aussprechen wollte, er wollte ja sagen Kriminalpolizei Bonn wahrscheinlich. Ja. Und ich habe direkt geschaltet. Für mich war klar, ich hatte ja noch Tütchen bei mir an meinen... ich hatte Geld dabei, Bargeld und sowas, ja. Und es war klar, okay, die wollen mich haben, die haben meinen Namen, die suchen nach mir, ne? Sind sie Jean-Michel, die auch Kriminalpolizei, ich bin gerannt. Und der ist hinter mir hergelaufen, der Erste ist hingefallen. Ich habe das nur gehört, weil sein ganzer Walkie-Talkie und so über den Boden gerutscht ist. Und der andere, ich war halt super schnell, ne? Ja. Die hat mich einfach nicht bekommen. Und ich bin dann halt in den Laden reingerannt. Also zu deinem Chef? Genau, zu meinen Kollegen. Der Chef war noch nicht da. Ja. Aber ich bin da reingerannt und direkt da aufs Bad. Und das Bad war direkt neben der Theke. Also das war so ein kleines, nur ein Klo war da drin. Ja. Und er sagt so zu mir, was machst du hier? Hier waren gerade 6 Zivis. Ja. Hier waren gerade 6 Zivilpolizisten, die haben dich gesucht und dies und das. Ich sage, hä, warum? Er sagt, keine Ahnung, warum. Aber du hast auf jeden Fall einen Haftbefehl. Aber hast du das nicht gecheckt? Also war das nicht irgendwie so, warst du so in dem Film drin, dass du gedacht hast, du bist der König der Welt? Nee, ich habe so ganz anders gelebt. Ich hatte ja, du musst dir vorstellen, ich war 19, also 18, 19, mit 19 wurde ich genau verhaftet, also einen Tag nach meinem Geburtstag. Tolles Geschenk. Ja, aber so mit 18, ja. Ich hatte eine Wohnung, wo ich quasi meine ganzen Geschäfte gemacht habe, also meine Utensilien, mein ganzes Ort. Ja, da hatte ich jemand, der sich kümmert, während ich in der Schule bin, der das da weiter verkauft und sowas. Ich hatte selber Tütchen mit in der Schule gehabt und so. Ich hatte genug Geld, um meinen Tag, einfach meinen Lifestyle zu führen. Ich hatte meine Freunde, wir haben geraucht und sowas. Weißt du, du denkst da nicht über sowas nach. Du lebst voll in deiner eigenen Bubble. Ja. Weißt du? Du lebst voll eigentlich nur noch unter Leuten, die auch das entweder dasselbe machen, konsumieren oder verkaufen. Ja. Weißt du? So, du bist nicht mehr unter irgendeinem, der irgendwie mit Gewissen und sowas dir kommt. Weißt du? So, da sind nur noch Leute, die uneheliche Beziehungen führen, Leute, die Drogenmissbrauch vollziehen, Leute, die Alkoholprobleme haben. Und halt, du bist entweder der davon profitiert oder halt selber davon, also selber konsumiert. So.
Und das war halt das Leben, in dem ich gelebt habe. Ich habe währenddessen eigentlich, war ich auf dem Robert-Wetzler Berufskolleg in Bonn. Mhm. Und das ist eine Schule für pädagogisch irgendwas? Genau. Mhm. So, weil ich wollte ja eigentlich immer so Richtung Kindergarten und sowas. Echt? Guck mal, wie krass. Ja, ja. Ich wollte gerne sowas machen. Ja. Weißt du? So Gesundheit und Sozialwesen und sowas. Mhm. Und das war ja jetzt das Problem. Ich musste jetzt ein Praktikum machen. Ja. Und habe dann halt im Kindergarten auch angefragt und so. Aber alle wollten ein Führungszeugnis. Verstehst du? Ja. Und dann habe ich einfach letzte Chance, weil mein Klassenlehrer hat mich auch gefragt, ja, warum hast du noch keinen Praktikumsplatz? Mhm. Ich habe ihm gesagt, ey, die wollen alle ein Führungszeugnis. Ich habe halt früher viel Scheiß gebaut. Und da hat er gesagt, ja, irgendwo bei einem Friseur findest du schon was. Ja. Und dann habe ich halt den Kollegen, der hat einen Friseurladen, ja, ne, habe ich gesagt, ey, ich brauche schnell einen Platz. Mhm. Verstehst du? Und ja, dann war wieder, okay, einfach die Tütchen mitnehmen und weitermachen. Okay. So. Ja, so Alibi-mäßig quasi. Ja, das heißt, irgendwie diese Perspektive in diesem sozialen Bereich war auch dann direkt vorbei, mhm, weißt du? Ich dachte, komm, ich bin Dealer, ich bin einer von der Straße, das ist mein Weg, weißt du? Mhm. So, es gibt keinen anderen Weg. Wäre das heute noch eine Idee, also sagen wir mal, wenn jetzt das mit dem Musiker, ich hoffe, es geht noch ganz, ganz, ganz lange, aber wenn das irgendwann vielleicht nicht mehr so präsent ist, dass du sagst, okay, ich probiere es einfach nochmal. Weil ich finde interessant, viele Rapper, also da gibt es ja Ben Salomo, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, und andere Christliche, die sind ja eigentlich so Streetworker, Pädagogen, glaube okay, ich. Also ich meine, ich, dass der das ist. Ich weiß es nicht, kann ich nicht. Ja, aber wäre das eine Möglichkeit, so in so zweigleisig zu fahren vielleicht? Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon ein Pädagoge, ja. Ja, das stimmt allerdings. Ja, definitiv. Und ich bin ja, ich habe auch diese Rolle akzeptiert, mhm, als Botschafter, ja, weißt du? Mhm. Und dementsprechend ist es eigentlich für mich das Schönste, das zu vereinen, in meiner Musik diese Rolle zu haben, als eine Art Streetwalker, mhm, weißt du, ich meine? Ja. Das ist also Gott sei Dank, ja. Ich bin Gott so dankbar, dass er das so gefügt hat, weil mhm, das war auch, mein Herz war dort, in diese Streetworker, in diese Kita, sowas zu machen, mhm, weil ich halt schon früh erkannt habe, dass es sehr wichtig ist, dass man bei den jungen Leuten anfängt. Ja. Da fängt die Perspektive an. Ja. Die ganzen Jungs, die ich heute noch kenne, die auf der Straße sind, sind dort, weil die keine anderen Perspektiven sehen. Mhm. So. Und auch wenn ich sage, ey, komm mit, wir gehen arbeiten oder ey, komm, die sehen dort nicht ihre Perspektiven, die haben da nicht ihren Weg. Mhm. Weißt du? Und wenn man halt von vornherein schon den Kindern schon zeigt, ey, es kann für uns alle ganz woanders hingehen. Du kannst das, deine Familie kann anders, mhm, weißt du? Und das will ich eigentlich sein. Jemand, der wirklich Leuten diese Wege aufzeigen kann, ja. Okay. Wir waren stehen geblieben. Der Hörer wird sich jetzt denken, wie ist er jetzt gefasst worden quasi? Also du hast gesagt, du warst da bei deinem Kollegen in diesem dünnen, schmalen Bad. Genau, ich war dann im Bad gewesen da und ja, ich habe quasi die Tür so einen Spalt aufgehabt, mhm, damit wir uns so unterhalten können. Ne? Er sagt zu mir, ja. Also du bist da drin geblieben, hast dich ja versteckt. Ja, weil er sagt, die waren gerade hier, 6 Stück und das heißt, da suchen mich ja noch viel mehr. Ja. Ich habe ja nur 2 gesehen, das heißt, wer weiß, wie viele hier unterwegs sind. Mhm. Und die sind ja in Zivil, ich habe gar keine Ahnung, ne? Und ich sitze da im Bad und er sagt mir, ja, ruf mal deinen Anwalt an, frag ihn mal, was da. Ich rufe meinen Anwalt an. Ich hatte da zu der Zeit so einen Pflichtverteidiger gehabt, mhm, ja. Von den vorherigen Fällen? Ja, aber ich hatte ja immer irgendwas und mein Vater hat einfach so einen Pflichtverteidiger besorgt. Ja. Genau, und dann, ich frage ihn, ja, die suchen mich. Der sagt, ja, mir liegt hier nichts vor, ruf mal bei der Polizei an, frag die mal. Weißt du, so voll der schlechte Anwalt. So, weißt du? Ich habe selber keine Ahnung. Und ich sage so zu meinen Kollegen, ja, der sagt, ich soll mal die Polizei anrufen. Der sagt, was hast du für einen Anwalt? Weißt du? Ja, okay. Und ich sitze da in diesem Bad, also auf diesem Klo, weißt du, mhm, die Tür so ein Spalt auf und ich realisiere so, ey, das ist noch, also es ist viel schlimmer gerade, einfach nur hier zu sitzen. Mhm. Und ich höre, wie mein Kollege mir Vorschläge macht. Ja, du kannst bis 19 Uhr können wir hier bleiben. Dann kann ich dich irgendwie mitnehmen. Du kannst in den Kofferraum einsteigen und dann fahren wir.
Und ich denke so in meinem Kopf, nein, Alter, das ist nicht der Weg. Also, ja. Ich kann nicht jetzt hier auf diesem Klo bis wir haben gerade 12, 13 Uhr, weißt du, bis 19 Uhr soll ich jetzt hier sitzen, so, was soll ich machen? Ich kann nicht. Ja, und gerade in diesem Moment, wo ich dann so den Entschluss gefasst habe, ich gehe jetzt raus, hören wir die Glocke an der Tür, halt, dass jemand reinkommt, ja? Ja. Und dann hören wir so, ja, Herr Mustafa, ich sage jetzt einfach den Namen von meinem Kollegen. Ja. Ja, Herr Mustafa, wir waren ja schon mal hier und so. Hat er sich bei Ihnen gemeldet? Nein, der war heute noch nicht hier, sagt mein Kollege. Nein, der war noch nicht hier, der hat sich nicht gemeldet. Ja, Herr Mustafa, Sie sind uns ja auch kein unbekanntes Blatt, ne? Also, Sie wissen, dass das hier zu Beihilfe und sowas hat er so angefangen. Ja. Da sagt er, ja, aber Sie haben doch nichts gegen mich. Sagt er, ja, noch haben wir nichts, aber ne, Sie wissen ja schon, wie das hier läuft und so. Sie dann sagt er, ja, der hat sich noch nicht gemeldet, keine Ahnung, wo der ist. Mhm. Da haben die denen so ein Kärtchen gegeben, ja. Falls er sich meldet, hier, rufen Sie uns an und so. Mhm. Ey, die Polizisten hätten nur einmal kurz die Hand so nach links, einfach die Tür, einfach, da saß ich. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Und das war so ein Moment, ich dachte, nein. Als sie rausgegangen sind, ich habe meinen Kollegen das so hoch angerechnet und habe mir auch gedacht, ich will ihn nicht nochmal in die Situation bringen. Ne? Ja. Ich bin einfach raus. Ich bin zur Polizei rausgegangen? Nein, ich bin raus und habe mich versteckt und geguckt nach jedem Auto, was du hörst. Ja. Wo du so denkst, weil zu der Zeit sind viele Zivilautos, Zivilpolizisten in so einem VW Charan gefahren und wir haben uns schon so gemerkt, ja, in diesem Milieu, dann weißt du, wie der Motor sich anhört und sowas. Echt? Weißt du, ich meine, ja. So krass. Okay. Genau. Okay, ja. Und dann hast du dich versteckt, irgendwann bist du ja gefasst worden. Genau, gefasst worden wurde ich dann in Bonn-Meringhoven, so in meiner Hut. Da wurde ich dann gefasst nach 2 Wochen. Ist so spät? Ja, ja. Okay. Also weil du dich die ganze Zeit versteckt hast? Genau. Ich wollte natürlich, als sie mich gesucht haben, war natürlich meine erste Anlaufstelle, nach Hause zu laufen. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg, ruft meine Schwester mich an, ey, komm nicht hier hin, hier ist überall Polizei. Die ist aber auch loyal. Ja, natürlich. Das ist meine Familie, ne? Ja, aber wenn du Scheiße brauchst. Ja, ja, aber ich meine, meine Schwester war auch die von allen, die am meisten irgendwie mit wusste so von mir und sowas. Ja. Ja. Und sie wusste auch nicht alles so, aber sie wusste schon wenigstens von meinem Milieu und sowas. Mein Bruder auch, er wusste auch so von meinem Milieu, aber halt keiner wusste, was wir richtig machen. Das ist das. Und ich habe das auch sehr krass getrennt, muss ich sagen. Aber an dem Tag dann ist alles aufgeflogen. Also kamen die dann zu dir nach Hause und haben dich mitgenommen? Ja, die kamen zu mir nach Hause, haben mich gesucht. Ich war nicht da. Ich bin untergetaucht, dann zu meiner Tante. Ich war nur noch unterwegs, aber dieses Leben auf Flucht ist halt auch nicht schön. Weißt du? Aber warum hast du dich nicht gestellt? Weil ich finde, manchmal verstehe ich das nicht. Also vielleicht wäre ich jetzt schon bei deinem Kollegen, wie die Polizei da war, wäre ich wahrscheinlich schon rausgegangen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Ne? Ich denke mir nur halt, hier, ich würde so wie in Amerika bei American History X würde ich mich so, nein, das ist der falsche Film dafür, aber so die Hände auf den Kopf und am Boden legen und dann alles mit mir machen lassen, weil du hast ja eh keine Chance, du kannst dann fliehen, solange du willst, irgendwann wirst du gefasst. Das Ding ist halt, dass man das immer rauszögern möchte. Man weiß, es ist Schluss. Ja. Ich wusste auch schon auf diesem Weg, ne? Ich habe ja schon gemerkt, dass langsam diese ganze Sache mir auch über den Kopf gewachsen ist, dieses Drogenverkaufen, dieses ganze draußen sein. Weißt du, ich war nicht mehr zufrieden mit diesem Leben so, aber es sollte nicht enden mit, ich muss in den Knast. Ja, okay. Weißt du, ich meine? Und das heißt, ich wollte das noch rauszögern. Am besten nie. Aber man hofft ja, dass vielleicht irgendwie doch irgendwie, dass jemand sagt, ey, der war eigentlich immer ein Guter. So. Weißt du, ich meine, so, keine Ahnung, aber also alles nur nicht rein. Okay, wo haben die dich dann bekommen? Genau, in Bonn-Meringhoven. Wir waren dann hinter der Spielothek, haben wir einen Joint geraucht, haben so gefreestylt, ein bisschen gerappt. Ja. Und dann kamen 2 ganz bekannte Polizisten zu der Zeit in Bonn, Don und Fuß.
Also damit du merkst schon, wir waren schon richtig im Milieu. Wir hatten unsere Polizisten, die wir kannten und sowas, weißt du? Ja. So richtig mit Namen. Wir wussten, wer gefährlich ist. Wir wussten auch, welcher Polizist auch haut. Wir wussten auch, welcher zum Beispiel auch geschmiert wird. Also mit Informationen, der dich dann gehen lässt. Wenn du zum Beispiel dann sagst, ey, guck mal, der und der, der macht, ne? Mhm. So, wir wussten, welche Polizisten halt wer sind. Mhm. Und die wussten auch, wer wir sind, nur... Also eigentlich wie in vier Blocks oder in solchen Filmen, oder? Ja, ich meine, wir sind ja irgendwo auch die, die dafür sorgen, dass sie überhaupt was zu tun haben. Ja. Weißt du, ich meine, so, die befassen sich nur mit uns. Ja. Und wir sind, die sind ja die auch, vor denen wir am meisten so Schiss haben, weißt du? Ja. Das heißt, wir wissen genau, was die machen. Wir kennen deren Auto, Motor, wie der klingt und sowas, weißt du? Wir merken uns die Kennzeichen von Fuß. Ey, Fuß ist heute mit diesem und diesem Kennzeichen gefahren und so. Okay. Ja. Solche Dinge, das heißt, das sind die einzigen, so Katz und Maus, ja? Ja. Ja, und die zwei haben mich dann geschnappt. Und dann haben die auch richtig so auf meinen Rücken so getreten. So, ja, Mann, jetzt haben wir dich und so. Echt? Genau so, ja. Ja, ja. Okay, jetzt hätte ich gerne deinen Vater da neben dir sitzen, weil da würde ich gerne wissen, was er zu dem Zeitpunkt vielleicht gedacht hat oder vielleicht auch gemacht hat. Weißt du, wie es deinem Vater damit ging? Boah, das ist so eine schöne Frage. Ich werde ihn das mal fragen jetzt. Okay. Ja, ich werde ihn das mal wirklich fragen, weil ich glaube, das wird mir auch viel geben. Ja. Ja, das mal zu wissen, wie es ihm wirklich ging. Aber ich weiß, dass ich halt meinen Vater dann das erste Mal vor Gericht wieder gesehen habe. Mhm. Und ey, ich habe mich so geschämt, Alter. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ja. Mhm. Boah, weil dann waren nur noch die Leute da, die eigentlich nichts mit diesen Sachen zu tun hatten. Mhm. Weißt du, meine Familie, die hat nichts mit diesem Leben zu tun gehabt, aber waren so die einzigen, die permanent am Start waren, mich besucht haben, die am meisten darunter gelitten haben. Mhm. Also sehr, sehr schlimm, ja. Meine Damen und Herren, Sugar bei mir zu Gast. Hey! Hey, wie geht's? Sehr gut, immer noch. Wir sind jetzt die fünfte Woche beieinander. Ja. Und wir bleiben noch ein bisschen. Sehr interessant. Ich finde, ich hoffe, ich bin nicht zu detailverliebt, dass ich das von dir alles so ein bisschen wissen möchte. Aber ich finde es einfach interessant, weil es einfach nicht mein Leben ist. Mhm. Und weil es doch ein Zeugnis ist, wenn man sich denkt, dass Gott jemanden rausholen kann, der Drogen getickt hat, der vielleicht auch ein bisschen den Respekt vor seinem Vater verloren hat. Mhm. Und Gott kann das alles wiederherstellen. Definitiv. Das wünsche ich mir für deine Hörer. Also nicht jetzt für diese Podcast-Hörer, aber für die wirklich, die du erreichst mit deiner Musik. Amen. Dass die in deiner Musik quasi zu dem Gott finden, der wiederherstellt. Amen. Boom. Gut, wir reden mal weiter über den Knast. Ja, genau. Knast. Gibt 2000, nicht viel zu sagen, oder? 2012 reingekommen. Ja. Erstmal lange U-Haft. U-Haft ist halt Untersuchungshaft. Da weißt du noch nicht, wie lange du kriegst, was genau gefordert wird und alles. Mhm. Bei mir wurden genau 3 Jahre gefordert. Ja, das wurde dann halt so ein Sammelverfahren-Ding. Dann wurden dann so viele Sachen auf uns. Ach, das waren die auch und das waren die auch und da auch. Ja. So, da hatte ich wenig zu hoffen. Ja. Da habe ich 3 Jahre wurden gefordert. Mhm. Und der Richter hat gesagt, guck mal, wenn wir dir 3 Jahre geben, laut jetzigem Gesetz, nach 3 Jahren musst du abgeschoben werden. Ja, zu der Zeit. Mhm. Und ich hatte ja so Schwierigkeiten mit meinen Papieren, aber da gehen wir, glaube ich, nicht noch rein. Dass nee, das kann man sich aber anhören. Wer Lust hat, Chris and Christ ist ein guter Podcast, der auch mit dir ist. Mhm. Oder aber auch Komm ins Café, da hast du auch ein bisschen drüber geredet. Genau. Ich muss aber eins kurz fragen, weil ich verstehe das nicht. Also du solltest abgeschoben werden, weil wegen Papiere... Sorry, wir machen es ganz kurz. Aber wenn man in Deutschland geboren worden ist, ich verstehe das nicht. Da verstehst du es auch nicht, weil dann ist... Nee, guck mal, das Problem ist einfach, dass du nicht automatisch, nur weil du in Deutschland geboren bist... Deutscher bist. ...einen deutschen Pass hast, ja. Okay. Oder Deutscher bist, ja. Leider. Aber ich habe mich bis dato immer deutsch gefühlt und war auch deutsch und habe auch in Deutschland Scheiße gebaut und habe auch in Deutschland gesessen, nach deutschen Regeln und alles. Und habe mich auch in Deutschland Fuß gefasst und habe auch alles hier in Deutschland gemacht. Aber auf meinen Papieren bin ich kein Deutscher. Okay. Genau.
Und der Richter hatte halt das berücksichtigt, hat gesagt, ey, wenn wir dir 3 Jahre geben, dann musst du abgeschoben werden, also geben wir dir 2 Jahre und 11 Monate. Aber gut, ist ja sehr human, ne? Also muss man schon sagen. Sehr human, ja. Ja, und dann habe ich 2 Jahre, 11 Monate bekommen. Das Ding ist, ich kann natürlich jetzt sehr darüber schmunzeln und so, weil diese Zeit, also all das, worüber wir reden, ich möchte nichts verharmlosen. Ja. Ich war wirklich ein Verbrecher. So, ich habe Menschen wehgetan für Geld. Ich habe Menschen wehgetan für einen komischen Blick. Also, wir haben Leute verfolgt. Wir haben die weggehauen. Wir sind in Wohnungen reingegangen. Wir haben Geld rausgenommen. Wir sind bei Leuten reingegangen, wo wir wussten, der hat Weed zu Hause. Und haben den gehauen, bis er sein Weed rausrückt. Also, und wenn er kein Weed mehr hatte, dann haben wir sein Geld genommen. Und wenn er kein Geld mehr hatte, haben wir seine Konsole genommen und seinen Rechner und auch wenn wir es danach gar nicht gebraucht haben. Wir haben Uhren genommen von diesen Leuten. Also ich habe mich in so einer Welt bewegt, wo das Gang und Gäbe war, fressen oder gefressen werden. Ja? Und wer in dieser Welt stattfinden wollte, musste damit klarkommen oder sich wappnen. Ja. Das heißt, dementsprechend, weil wir in dieser Welt unterwegs waren, haben wir uns auch gewappnet mit Waffen, gewappnet mit Freunden, gewappnet mit, mit diesem Mindset einfach. Ja. Und jetzt bin ich im Knast angekommen und habe ab dem ersten Tag an gedacht, okay, hier muss ich genau der sein. Ich muss hier mich durchsetzen. Ich darf hier, weißt du, man kennt diese Knastfilme aus Amerika. Yeah. Du denkst, da kommt hier morgen jemand beim Duschen oder genau. Was mit einem angespitzten Holzstück und sticht dir fünfmal in die Hand. Du denkst, boah, ey, du musst aufpassen, weißt du, aber so nach 2 Wochen so merke ich, ey, ist das gar nicht so. Weißt du, ist das gar nicht so. Und ich war Gott sei Dank, so von meiner mentalen Stärke, sage ich mal, war ich schon immer jemand, der angefangen hat, anstatt sich so kaputt zu machen, jemand, der angefangen hat zu reflektieren, um was Gutes daraus zu holen. Weißt du? Ja. Und das heißt, ich habe angefangen zu reflektieren und habe halt auch darüber nachgedacht, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Ja, und ich habe ja meine Familie gesehen, die mich immer jetzt besuchen kommt und die bei Gericht war. Und die ganzen Freunde, mit denen ich das alles gelebt habe, die waren gar nicht mehr da. Die kamen mich nicht besuchen, die haben nicht mal einen Brief geschrieben. Und ich habe angefangen, einfach meinen Fokus anders zu setzen. Ich habe meinen Wert anders gesetzt. Ja? Ich habe gesehen, ich brauche das alles gar nicht. Ja. Und habe losgelassen von diesem, also von dem, was mich damals alles ausgemacht hat. Ja. Und ich konnte gut darauf verzichten. Und so ist MMFK entstanden. Okay. Ja, weil, okay, verstehe ich. Genau. Weil daraus kam dann dieses mit mir äfft keiner. Ja. Weil ich mir dachte, ich brauche das alles nicht. Ich brauche keinen von denen. Ich bin selber jemand. Ja. So. Ich bin stark genug auch alleine. Mhm. Und da ist MMFK entstanden. Okay. Das heißt, es hat eigentlich nichts mit irgendwie damit zu tun, ich weiß nicht, wie das, weißt du, wenn jemand das hört, wie das rüberkommt, aber es war eigentlich auch eine Art Selbstmotivation, sich selbst wieder irgendwie Kraft zu geben, auch sich selbst zu lieben vielleicht auch. Ja, weißt du? Aber auch zu schützen halt, ne? Genau. Okay, finde ich interessant, also hinter diesem MMFK, also für den Hörer, für den das jetzt zu schnell ging, beziehungsweise der das jetzt nicht rausgehört hat, MMFK heißt mit mir, äfft keiner. Genau, wir lassen mal den Knast hinter uns, weil dann im Knast hast du angefangen, dein Rap, ich sage jetzt mal, zu entwickeln, beziehungsweise das auszubauen, was du an Talent hast. Wie kam denn das dann nach dem Knast, dass du mit der Musik weitergemacht hast? Genau, das ist eigentlich auch so eine Geschichte. Ich bin dann halt aus dem Knast rausgekommen. Der Name MMFK, den habe ich vom Knast aus schon so rausgeschickt. Ja, habe ich meinem Bruder gesagt, Cousin, und die haben das angefangen hier zu promoten und zu tragen. Und aber also wie schaut das aus? Weil, also zum einen, wie hast du das deinem Bruder gesagt? Hast du jetzt gesagt, pass auf, ihr könnt mich jetzt immer noch Sugar nennen, aber auch MMFK? Genau. Dieses MMFK wurde dann halt so ein Ding, was so wie die Leute, für die Leute draußen war das wie so eine Gang. Das sind jetzt meine Jungs, die heißen alle MMFK. Ah, okay. Genau. Yeah.
Aber meine Intention war halt, daraus was Musikalisches zu machen. Mhm. So wie so ein Label oder sowas. Ja. Und genau, mein Bruder, habe ich das halt beim Besuch erzählt, der hat es meinen Cousin und die haben es halt so verbreitet. Mhm. Und dann, als ich selber rausgekommen bin, habe ich halt auch diesen Namen einfach weiter so promotet. Habe Freunden gesagt, ey, mach MMFK an deinen Namen. Dann zum Beispiel Max MMFK. Ah, Jonas, okay. MMFK. Ja. Hamudi MMFK. Ja. Und dann die Leute haben sich angefangen zu fragen, was heißt das, was heißt das, was heißt das? Und dann kamen die ersten Songs raus. Also könnte man jetzt, da du ja Christ bist, meine Musik fürs Königreich. Amen. Könnte man sich jetzt als Musiker, wenn man sagt, ich stehe hinter dem Mann und du hinter der Person, die der Musiker ist, können wir das auch machen? Also oder MMFK? Ja. Definitiv. Okay. Definitiv. Definitiv. Es geht ja jetzt vor allem, ne? Ja. Deswegen, du hast gesagt, Rapper, aber ich sehe mich auch gar nicht mehr als Rapper. Mhm. Also, ich sehe, Rap ist einfach ein Stil, auch die Botschaft zu verbreiten. Mhm. Ich bin Botschafter. Ja. Weißt du, und das in Wort und Tat und in den Sachen, die ich machen kann. Wenn ich jetzt Rap nutze, dann rap ich. Wenn ich jetzt Singen nutze, dann singe ich, weißt du? Ja. Man könnte einfach Musiker sagen, ne? Aber eigentlich das Wichtige ist, dass ich Botschafter bin. Ja. So, weil indem wir Christus angenommen haben, ja? Mhm. Weil Christ zu sein heißt ja, jemand zu sein, der ihm nachfolgt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist schon eigentlich die größte Botschaft, er zu sein in dem Sinne. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das versuche ich ja tagtäglich in meiner Musik, in allem zu sein. Und das ist da, wo der Fokus drauf liegen soll. Ja. Weniger auf das Rapperische oder so. Weil wenn ich jetzt, er ist Rapper, dann bin ich in einem Topf mit Leuten. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. So, so da, das ist dann so was ganz anderes. So. Weißt du, ich meine? Aber es ist okay. Es ist okay. Wir müssen das noch etablieren. Ja, wir machen das noch. Der Musiker. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Botschafter, ne? Und natürlich für Jesus. Und ich muss nochmal, sorry, dass ich das mache, aber zurückspringen zu dieser Asylgeschichte. Ja. Du hast in dem Podcast Komm ins Café, glaube ich, gesagt, du willst Leuten helfen, die solche Geschichten wie du erleben. Genau. Also quasi, nennt man das asyllos oder identitätslos? Genau, identitätslos, asyllos. Also es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel, sind hier geboren, aber haben nur eine Fiktionsbescheinigung. Die sind ohne Bleiberecht. Mhm. Ja, sowas. Ja. Und da wollte ich dich eben fragen, also deine Idee war, dass du diesen Leuten helfst. Also dass du ich weiß nicht, ob du es gegründet hast oder ob es noch gegründet wird, aber dass du ihnen hilfst, quasi das zu vermeiden, was dir passiert ist. Dass man jahrelang, du hast erzählt, glaube ich, du musstest alle 3 Monate oder ein Jahr immer. Alle 3 Monate, ja? Mein Visum, also mein, ich sag schon Visum, alle 3 Monate mein Aufenthalt verlängern. Ja. Genau, meine Fiktionsbescheinigung aktualisieren. Ja. Alle 3 Monate und dann gibt es natürlich auch mal Zeiten, wo zum Beispiel ich habe gearbeitet in so einem Callcenter, war selbstständig, musste also quasi alle 3 Monate dann denen auch nachweisen, dass ich noch ein Arbeitsrecht habe. Ja, okay. Weißt du? Und wenn ich dann zum Beispiel mal zur Arbeit gehe und versäumt hatte, das, weißt du, dann durfte ich nicht arbeiten und sowas. Mhm. Oder der Chef sagt, ey, das ist doch voll anstrengend mit dir, weißt du? Mhm. Immer muss ich hier fragen, ob du arbeiten darfst und so. Ja. Such dir mal was anderes, weißt du? Mhm. Das heißt, das demotiviert schon einfach von vornherein. Du kannst dich gar nicht richtig ausweisen. Ich konnte keinen Führerschein machen und so. Ja. Ich habe alles angefangen, irgendwann so unter die Hand, weil ich den kenne und so. Weißt du, ich habe einen Musikvertrag bekommen bei Universal und hatte nicht mal einen Pass. Okay. Überleg mal, so, ja. Wie willst du da, du kannst ja eigentlich nicht mal ein Bankkonto öffnen. Mhm. Also du bist jetzt, sage ich mal, 100.000 wert, ja, laut Musikbranche oder mehr, ja. Mhm. Und das ganze Geld, wo soll das denn jetzt hinkommen? So, das heißt, ich musste jetzt da auch wieder Wege finden, wie ich ein Konto mache. Ich musste einen Weg finden, wie ich meine Wohnung mieten konnte. Mhm. Und es ist sehr, sehr ein Leben unter sehr erschwerten Bedingungen. Aber ging es deinen Geschwistern dann auch so? Naja, meine Geschwister hatten das alles nicht, weil die sind in Angola geboren. Und haben Pass da. Haben einen angolanischen Pass gehabt. Okay. Aber okay, und wie läuft dieser Dienst? Also da wollte ich dich fragen nach dem aktuellen Stand, wie der gerade läuft. Also diese Hilfe, dass du Leuten da hilfst. Ach so, genau. Das Ding ist, es war ein Vorhaben, was ich nach wie vor auch habe. Ja. Aber es ist halt viel schwieriger, sowas
anzustoßen. Ja, ja. Weißt du, es ist viel schwieriger und braucht auch viel mehr Budget oder Leute, die das auch unterstützen möchten. Mhm. Ja? Vor allem bei so Vereinen, bei Sachen, die gemeinnützig sind, braucht man halt Spender. Ja? Ja. Leute, die da bereit sind zu spenden. Und die Idee, die ist sehr, sehr gut, weil mir ging es ja eigentlich darum, eine Struktur zu schaffen, wo man diese Leute auffangen kann, die halt genau in so einer Situation sind, die hier aufgewachsen sind, auch Schule machen, Deutsch beherrschen, all das haben, nur halt keinen deutschen Pass besitzen. Also bist du nicht der Einzige, der das hatte? Nee, es gibt super viele. Nach meiner Sache, ich habe ja über 40.000 Unterschriften bekommen auf einer Petition. Ja. Ne? Und es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet. Hey, mein Sohn auch, ich auch, der auch. Mhm. Also kannst du mir einen Anwalt schicken und so. Und genau daran habe ich dann erkannt, was gebraucht wird. Und zwar brauchen die Leute eine Struktur, wo die aufgefangen werden, wo dann Anwälte da sind, wo dann Seelsorger da sind. Ja. Leute, die wirklich sich annehmen und das auch auf einer fachlichen Ebene auch meistern können. Mhm. Ja? Weil wenn du ganz alleine damit bist, du gehst so, du weißt, hier ist viel Bürokratie, weißt du? Und viele Sachen verstehst du einfach nicht. Ja. Ich habe dir das jetzt erklärt und du kannst es immer noch nicht verstehen, warum ich keinen deutschen Pass habe. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt sitzt du da mit einem Sachbearbeiter, der eh keinen Bock hat. Mhm. Der dir einfach sagt, ja, komm, Stempel drauf oder halt Stempel nicht. Weißt du, der kommt dir nicht und sagt, ja, bring mal da die Papiere aus Angola und so. Und du sagst, ja, aber ich bin doch hier geboren, wie soll ich da registriert sein? Ja, da musst du dich erstmal da registrieren lassen, weil deine Eltern kommen ja von da, da musst du das und das. Dann sage ich, ja, aber ich bin hier geboren, ich bin da nicht, ich habe da keine Geburtsurkunde, nichts. Es ist für mich schwieriger, da einen Pass zu kriegen, als hier. Hier habe ich eine Geburtsurkunde. Weißt du? Aber da gibt es dann dieses Problem in dem Gesetz, dass du erst einen deutschen Pass kriegen kannst, wenn du einen anderen Pass nachweisen kannst. Kompliziertes Thema. Wer es anhören will, kann gerne sehr kompliziert. Komm ins Café nochmal reinhören. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist euer lieber Sugar MMFK und wir sind heute hier bei Die Macht der Worte. Und natürlich bin ich nicht ganz alleine hier. Ja, meine Wenigkeit hat natürlich auch eine Begleitung. Ja. Und zwar den Steve. Der Steve ist mit mir hier. Und wir haben jetzt schon ein paar Wochen euch unterhalten dürfen. Heute habe ich gesagt, komm, heute mache ich die Anmoderation. Genau. Jetzt vielleicht du mich ein bisschen zu meinem Erfolg mit meinem erfolgreichsten Titel. Genau, wie ist das denn so, wenn man wochenlang mit einer Person spricht? Irgendwann fängt man an zu schwitzen und es riecht irgendwann ein bisschen. Wahrscheinlich, ich riech's nicht, aber nein. Okay. Ja, Steve. Es ist sehr schön mit dir, Sugar. Schade, dass ich so weit weg wohne. Wenn ich mich hier umschaue in deinem Studio, schaue ich hinter mich, da sehe ich ganz viele... ist es Twitch? Genau, das ist Twitch, ja. Twitch, du bist ein alter Twitcher. Boah, ey, die Twitcher werden mich dafür killen, weil ich bin so hart, bin ich da nicht, weißt du? Aber ich muss zugeben, ich habe mir Twitch hier eingerichtet ein bisschen. Mhm. Ich mache auch TikTok-Studios. Also ich habe hier schon so eine Stream-Lounge. Stream-Lounge heißt das jetzt. Und du postest es auch auf YouTube und so weiter. Also man kann das auf YouTube abonnieren. Wie heißt da dein Kanal? Sugar TV heißt der Kanal. Ja. Ne? Gab es das vorher noch nicht? Nee, gab es noch nicht. Krass. Klingt cool, ne? Ja. Sugar TV. Und ey, das klingt echt cool, ne? Sugar TV, ja. Genau, Sugar TV und da sind halt Streaming-Highlights drin und sowas. Mhm. Ja. Aber ich habe vor, weil ich sehe das jetzt gerade, guck mal, da ist ja noch ein kleines Bildschirm, siehst du das da? Ja. Unten rechts dieses Bildschirm. Ja. Wir hätten auch zum Beispiel das jetzt auch mit Video aufnehmen können. Okay. Weil das wird ja alles gerade aufgezeichnet, also jetzt nicht aufgenommen, aber das geht alles ins Mic rein. Ah ja. Genau, und theoretisch kann man hier ganz normal auch so einen Podcast machen. Ja, du solltest einen Podcast machen. Also ich muss echt sagen, ich finde dich eloquent. Oh. Ich finde auch, man muss es auch sagen, ne? Gute Rapper können sich gut ausdrücken, auch wenn man mit denen redet. Okay. Also ich kenne auch schlechte Rapper. Die können nicht so gut reden. Okay, das. Also ich finde es sehr gut, ja. Aber ich finde echt, also ich würde deinen Podcast hören. Ey, das freut mich mega. Ich denke mal drüber nach, weil du weißt, ich kenne mich mit dieser ganzen Technik gar nicht aus. Ich sehe schon hier dein Mischpult hier. Ja, ja. Das ist schon...
Ist kein Stress. Ich habe heute ein Foto gemacht bei die Deutschen. Kann ich dir mal schicken, da ist alles mit dabei. Aber hast du mit denen auch einen Podcast gemacht? Nein, ich glaube, die haben keinen Bock auf mich. Was heißt, die sind zu fame für mich. Ach Quatsch. Das wäre schon ein Highlight. Aber okay, cool. Außerdem ist es ja ein christlicher Podcast. Genau. Da müssten wir dann über Islam und Christentum diskutieren wahrscheinlich. Genau, aber ich wollte eigentlich, nachdem ich hinter mich geschaut habe, auch hinter dich schauen. Und auf der linken Seite hängt ein Trikot von... Ich bin gerade kein Fußballfan, deswegen sage ich es jetzt wahrscheinlich auch falsch. Paris Saint-Germain. Oh, Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Ja. Entschuldigung. Ja. Also, hier hängt das Paris-Trikot, genau. Paris-Trikot, Paris Saint-Germain. Mhm. Und das hängt da natürlich, ne? Hat das einen Grund. Und zwar ist Trikot von Paris der Song, der am erfolgreichsten war, aus dem Nichts eine Hymne wurde, ja, für die Straße, sage ich mal. Mhm. Und mein bekanntester Song. Ja. Und ja, dann habe ich hatte das Trikot zu Hause, weil der Song heißt Trikot von Paris, weil wir halt immer Trikots von Paris getragen haben, so Paris oder Barcelona oder Real. Mhm. Und ich hatte halt immer ein Paris-Trikot und habe das halt einfach eingerahmt, genau. Okay, also hast du nicht dann von Paris selber geschenkt bekommen? Nein, aber ich muss sagen, ich war selber auf dem Stadion, ich war mit The Zone zusammen, waren wir dort in Paris gewesen, auf dem Stadion, haben auch was gedreht, das gibt es auch auf YouTube zu sehen, da war ich mit Nico Beckspin, da habe ich auch ein Trikot bekommen, ja, auch, aber da steht halt kein Fußballername, da steht mein Name drauf, das haben die extra angefertigt. Genau, aber das hier, die Farbe hat mir auch gefallen. Das ist sehr, sehr selten, das Trikot. Das ist orange oder ist das wegen den LEDs? Nee, das ist nicht orange, das ist so ein Rot, aber das ist so ein Neonrot. Ja? Ja. Mhm. Sehr selten, das Trikot. Okay, ja. Also hast du richtig was Wertvolles hier hängen? Doch, ist schon wertvoll, ja. Okay. Ja, wir kommen mal zu diesem Song. Also vor dem Trikot von Paris. Sagt man Paris oder Paris? Paris sagt man, aber ich habe gesungen im Paris? Trikot von Paris. Ja, ne? Genau. Okay, nicht. Weil die Franzosen sagen Paris, nicht Paris. Die haben uns mal verarscht. Ich bin mit meiner Frau, wollte ich nach Paris fahren. Ja. Und auf der Hälfte, also irgendwo in Paris, waren wir da müde, haben auf einem Supermarktparkplatz geschlafen im Auto, sind dann zum Supermarkt gegangen und die sprechen ja kein Englisch, ne? Ja. Und dann haben wir die gefragt, ja, could you tell us where we go, where is the way to Paris? Mhm. Und haben die uns ausgelacht. Und so, Paris? Paris? Ist Paris. Und dann haben die uns quasi korrigiert. Ja, sehr, aber auch hochnäsig. Ja, volle Kalle. Genau, also vor diesem Lied kamen viele andere. Genau. Aber ich würde gerne diese Geschichte zu diesem Lied hören, weil mit dem Lied hat ja eigentlich alles angefangen bei dir. Boah, ich habe so viele Geschichten zu Songs, aber dieser Song hat keine besondere Geschichte. Ja. Nee. Der Song... Wobei, boah, der hat eigentlich schon eine besondere Geschichte. Na, da sind wir jetzt gespannt. Doch. Weil du musst dir vorstellen, ich wurde für diesen Song, die Hook war ganz anders. Mhm. Mich haben zwei Jungs angerufen. Die haben gesagt, ey, kannst du für uns was singen und so. Mhm. Die haben mich so gefragt, ey, wie können wir das singen? Ja. Dieses Paris. Dann haben die das... wollten die das aufnehmen. Ich war dann da bei denen im Studio, hab denen das gezeigt, wie die das machen können, melodisch und so. Mhm. So, da war also nur Paris, das Wort. Ja. Und danach, ich mochte die Jungs. Mhm. Ich hab denen ein Studio geklärt und hatte selber kein Studio hier. Wir sind nach Simmern gefahren. Mhm. Das ist da am Hunsrück, hinter Koblenz. Mhm. Sehr weit von hier aus gesehen, ja. Ja. Um ins Studio zu gehen, ja. Und waren dann dort gewesen und haben den Song aufgenommen und die haben es einfach nicht hinbekommen, auf diesen Rhythmus was Gescheites zu machen. Ja. Also. Und ich habe dann halt so, weil ich den Song ganz Zeit höre, ne, den Beat ganz Zeit, ich bin ja selber Musiker und es kommen so viele Inspirationen, ich konnte ja nicht den Jungs jetzt alles hinwerfen. So, ne? Ja. Genau, dann habe ich den Jungs gesagt, ey Jungs, ganz ehrlich, Alter, so, das wird nichts hier mit euch. Mhm. Ja, das wird nichts. Und die haben auch selber so gesehen, ey, das ist einfach nichts. Ne? Mhm. Und dann habe ich den Song mitgenommen, habe ich mir ein paar Tage Zeit gelassen. Ne, genau, dann habe ich die Hook aufgenommen.
ja. Ein Trikot von Paris. Und das Krasse ist, dass ich da auch meine Verlobte kennengelernt habe. Mhm. Genau, deswegen ist die Geschichte besonders. Natürlich. Alles andere, weißt du, so. Aber ja, sie war schon bei dem ersten Song auch dabei, bei der Entstehung. Und das ist sehr besonders, ja. Das ist für mich sehr besonders. Und genau, dann habe ich den Song, die Hook, irgendwie 3 Monate liegen gehabt. Mhm. Und dann den Part, das war so ganz einfach eigentlich. Ne? War, also der Song ist eigentlich nicht so, weißt du, jetzt kann man so reden, nachdem er so erfolgreich ist, so, aber der hat eigentlich keine, ich habe so viele Songs, die eine Geschichte haben, wo ich sage, boah, das habe ich mir dabei gedacht, mhm. Das wollte ich damit vermitteln, dies und das, aber der Song ist eigentlich nur Laune, so, ein okay. Vibe. Ja. Ja. Wie war denn das, den neben der Geschichte auch der Erfolg, der mit dem Lied gekommen ist? Also wie war denn der Erfolg oder die Bekanntheit von dir vorher und wie war das nach diesem Lied? Also das ist natürlich exponentiell gestiegen. Die Zahlen, die wir da gesehen haben, waren schon sehr krass. Der Erfolg, also da kamen ganz andere Leute, haben Interesse gehabt. Es gab natürlich schon die großen Major, die schon die ganze Zeit geguckt haben, ja, der hat eine besondere Stimme, die machen da was Cooles, so, ne? Aber das war dann so, okay, ey, wer den jetzt nicht schnappt, weißt du, ja. Der macht da weiter sein Ding alleine, so, ne? Ja. Und genau, das war erfolgstechnisch halt so, das ging alles so schnell, wir haben dann direkt schon Angebote gehabt, Verträge gehabt, erste Labelvertrag gehabt mit Bantu Nation, Bantu Nation mit Universal, erste Puma-Vertrag. Ich habe zum Beispiel hier auch was hängen von Puma zum Beispiel. Ja. Markenbotschafter-Vertrag für 2 Jahre direkt mit Krass. Puma gehabt. Das heißt auch viel Geld geflossen, viele Leute getroffen. Ich habe Fußballer gesehen, halt, die von Puma gesponsert wurden, auch zu der Zeit. Also es ging wirklich alles nur noch hoch. Aber für mich muss ich sagen, ich bin eigentlich ziemlich so am Boden geblieben, muss ich sagen. Man merkt es auch, ja. Ja, ich bin sehr am Boden geblieben, weil ich habe das nie so gemessen, diese Sache. Also diesen Erfolg und so, das hat für mich nicht Erfolg bedeutet. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und bis heute nicht. Ja. Ja. Was mir aufgefallen ist, also ich bin großer Max Herre Fan von dem Album Athen. Und in meiner Recherche habe ich gelesen, dass du da ein Lied gesungen hast. Genau. Und dann dachte ich mir, das hätte ich doch gemerkt, dass du. Also ich muss auch ehrlich gestehen, bevor nicht ein Hörer mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass du irgendwann mal, glaube ich, in einer Story geschrieben hast, hey, hätte auch Interesse für Podcast und sowas. Und da hat mir ein Hörer geschrieben, hey, pass mal auf, melde ich halt da bei dem. Ich kannte dich bis auf das Max-Herre-Lied, kannte ich dich nicht. Ich muss auch sagen, der einzige Rap-Fan, der ich bin, ist von Moses Pelham. Okay. Und mehr nicht. Und vielleicht Curse. Genau. Oh, Curse ist krass, ne? Das stimmt allerdings. Ja, der ist immer noch krass. Ja. Ja. Der bringt jetzt bald ein Album raus. Ja, ich habe gesehen. Ich check manchmal sein Insta. Ja, der macht coole Sachen. Auf jeden Fall, wie kam denn das dann zustande? Also, wie fühlt man sich? Weil ich denke mir manchmal, ne, ich mache ja auch Musik. Wie ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob Max Herre einer deiner Idole war. Das Lied Anna ist ja von jedem bekannt, ja. Für jeden bekannt. Aber wie ist denn das, wenn Leute dann auf einmal dich fragen, ob du da mitmachen willst? Also sagst du so, hey, das ist Standard, weil ich bin auch Musiker? Oder ist es schon so, okay, ist schon irgendwie so ein Ritterschlag auch? Also ehrlich gesagt, ich habe Max Herre immer sehr gefeiert. Schön, dass du wieder da bist und sowas. Weißt du, diese Kombi mit Joy und das ist Kindheit, weißt du? Ich habe das alles gehört, Freundeskreis, und bin nach wie vor großer, großer Fan. Vor allem, nachdem ich mit ihm arbeiten durfte und selber Musik mache, konnte ich halt auch sehen, wie er arbeitet und wie detailverliebt, wie fein er ist in seiner Arbeit. Er ist einfach ein großer, großer Künstler. Also so wie ich arbeite hier, dass ich einfach so Beat-Produzent und dann, weißt du, viele können sich gar nicht vorstellen, wie simpel wir heute Musik machen. Aber der ist ein großer Künstler und natürlich ist das auch eine große Ehre. Aber in dem Moment, als er quasi das angefragt hat, er ist halt bodenständig, ich bin auch bodenständig, weißt du, es ist so ein,
das ist so ein einfaches Ding irgendwie. Ja. Weißt du? Ja. So, und ich war ja zu der Zeit eh auch gehypt. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe einfach das auch angenommen, was mich, wo man mich gefragt hat. Ne? Mhm. So, weil ich bin kein verschlossener Typ. Also, ja. Wer mich fragt, ey, willst du mitmachen so? Mhm. Ich gucke, ich sag ja, warum nicht? Mhm. Weißt du, so, weil ich habe keine Ängste irgendwie so bei sowas was zu verlieren. Und vor allem der Song, das ist ja für mich nicht mein Lieblingslied oder so, weißt du? Ja. So, weil ich habe die Hook gesungen, wie er es haben wollte. Mhm. Und so arbeite ich ja eigentlich überhaupt gar nicht, weißt du? Okay. Ich muss meine Inspiration da reinbringen, weißt du? Das heißt, es konnte nur er sowas von mir verlangen, so mäßig, weißt du? Ja. So, weil er einfach ein OG ist, so. Mhm. Er ist eine Legende in der Musik, sag ich mal. Und dementsprechend habe ich auch nicht gesagt, ey, nein, das mache ich nicht, weißt du, sondern das war deine Idee, du willst meine Stimme da drauf haben, es ist eine Ehre für mich und ich singe das, wie du es willst, weißt du, genau. Ja, wer den Song mal anhören will, Max Herre, Dunkles Kapitel, genau, geht um Nazi-Zeiten und sowas. Genau. Fand ich auch lustig, ich habe es meiner Frau vor, die ist gar kein Rap-Fan und sowas, habe ich es vorgespielt und die hat zu dieser Zeit in einem Jugendzentrum gearbeitet, also quasi auch, wo so ja, Drogen getickt werden und sowas und dann hat sie gesagt, die Stimme kennt sie aus dem Jugendzentrum. Krass. Und die quasi die Kinder oder die Jugendlichen haben da halt deine Musik gepumpt und die war dann schon so, ja, sowas kenne ich schon. Ja. So ein bisschen auf cool gemacht. Mm-hmm. Sehr schön. Mit der Straßenbahn hast du auch was ein bisschen am Hut gehabt, ne? Genau, mit 187 waren wir auch auf Tour. Ja. Wie kam das auch einfach? Also ist es vielleicht dann so, dass man vielleicht sich denkt, naja, ich habe gerade den Hype, jetzt springen die ganzen Alten wieder genau, auf? Genau, also ich denke mal, es ist ja eine Win-Win-Sache ja. Und darauf wartet ja jeder immer. Mhm. Ne? Und für mich zum Beispiel, die Leute, von denen ich erwartet hätte, dass sie mich supporten, weil ich vielleicht regional ja. am Kommen bin, ja. die haben mich nicht supportet. Prophet im eigenen Lande. Ja, ja, weißt du? So, die haben mich nicht supportet und so. Aber die Leute, die dann gesehen haben, okay, jetzt macht Sinn, den zu supporten, erstens, weil er gerade schon Hype hat und zweitens, weil vielleicht durch unseren kleinen Push er richtig ankommt. Mhm. Weißt du, ich meine, so sehe ich das eher. Ja. Dieser Support von Max Herre, der Support von 187, Megalo. Mhm. Ich habe ja dann Musik auf einmal gemacht mit Leuten, weißt du, ja. so, die habe ich selber gehört. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Und das dann, also ich... Es war nicht so, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich jetzt Musik mache. Dass ich sage, ja, heute will ich mit dem und morgen mit dem. Mhm. Aber die, die auf mich zugekommen sind, waren schon die, auf die ich mich auch gefreut habe. Ja. Weißt du? Es war nicht so, dass ich jetzt drauf springe, um Hype zu haben. Weil der Max Herre-Song war kein Hype-Lied oder so, womit man jetzt... Ne? Ja. Es war einfach dieses Legacy-Ding. Ja, Mann. So. Mhm. Und genauso denke ich halt, ne? Dass die halt einfach gesehen haben, ey, wir können den noch mit einem kleinen Push... Dann ist er auch da und wir können öfter dann zusammenarbeiten. Mhm. Ich denke eher so, dass sie eher langfristig, weil, wie du sagst, für einen Max Herre, er läuft vielleicht nicht im Jugendzentrum, ich aber. Ja. Ne? Und durch diese Kooperation oder Kollaboration läuft er vielleicht auch wieder im Jugendzentrum. Dafür laufe ich auf irgendwie Unplugged, da wo er, weißt du, ja. auf einmal auf einer Schallplatte. Mhm. Weißt du? Ja. So, das ist das. Meine Damen und Herren, wir wissen es noch nicht, aber es könnte die letzte Episode mit dem, jetzt wollte ich süßen Sugar sagen, aber dachte mir, das passt ja gar nicht. Nee, das passt nicht so ganz, aber du kannst sagen süß-sauer. Mit süß-sauer. Mit MMFK, Sugar, hi. Hi. Gut, wir haben letztes Mal über das Trikot von Paris gesprochen und alles das, was damit kam. Genau. Wer die Podcasts anhört, ich kann echt nur noch mal Werbung machen für diese zwei, die ich angehört habe. Komm ins Café ist eins. Das war Ende 2022, glaube ich, Anfang 2023, sowas. Boah, das kann gut sein. Ja. Aber wir haben ganz aktuell Christian Christ. Genau. Ja, also Christian Christ. Richtig. Auch sehr empfehlenswert. Mhm. Und was ich interessant finde, diese Wandlung zwischen dem ersten Interview, Komm ins Café, ja. und die Wandlung zwischen Chris and Christ. Genau.
Christ. Und ich fand eine Anekdote von dir, die hat dich sofort verraten, dass du auf dem Weg bist, Christ zu werden. Bei Komm ins Café. Okay, Chris. Da hat er nämlich gesagt, ja, wir sind doch alle gut. Und das ist so ein Spruch, was nicht Christen sagen. Ja. Und du bist ihm, hast gesagt, nee, Junge, wir sind nicht alle gut, wir sind alle schlecht. Mhm. Und da dachte ich mir, also da wusste ich schon, dass du Christ bist und wusste auch schon, dass wir uns treffen. Und dachte mir, ja, hier, da sieht man diese Wandlung von dem Verstand, ich wollte jetzt schon Englisch reden. Aber erzähl uns doch mal, auch wenn du es bei Christian Christ, das ist echt ein super Podcast-Name, CNC, wie war denn das, dass du da Gott näher gekommen bist? Also wir haben ja in den letzten Folgen schon ein paar Mal auch darüber gesprochen, dass mein Vater den Glauben zu uns nach Hause gebracht hat. Ja. Mhm. Und das heißt, der Glaube war immer in meinem Umfeld, aber ich habe mich nicht dafür entschieden. Mhm. Ich hatte diesen freien Willen, ja. Ne? Aber ich wurde auch manchmal wirklich in Situationen gebracht, wie zum Beispiel der Knastaufenthalt und sowas. Wo ich eigentlich nur noch das hatte. Weißt du, den Glauben? Ja, okay. Ich hatte nur noch so quasi, ich bin jetzt allein, ich habe keinen Drogen, ich habe keine Frauen, ich habe keine andere Ablenkung, sondern das ist doch jetzt der Moment, wo du eigentlich jetzt mit Gott kommunizierst. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich auch mal mit Gott kommuniziert. Aber es war sehr egoistisch. Okay. Weißt du? Es war so, ja, mir geht's jetzt schlecht, ne? Mir geht's jetzt schlecht und helf mir mal raus aus dieser Sache. So. Was ich meine, so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe schon immer auch anerkannt, dass die Hilfe und Unterstützung doch von Gott kommt. Aber wo es mir dann besser ging, habe ich immer direkt den Rücken wieder zugekehrt. Ne? Zum Glauben, zu all dem. Und in meinem Umfeld waren immer überwiegend Muslime. Und dementsprechend war Christus auch nicht so in meinem Umfeld, sage ich mal, das, wo ich draußen war. Ja. Weißt du? So, und genau, ob ich jetzt nochmal das Zeugnis geben soll, so konkret oder halt, wie ich es bei Christian Christ erzähle. Nee, die schicken mir darüber, oder? Die sollen schon den Podcast anhören. Ja, die können den Podcast anhören, ja. Gerne, gerne. Aber das war halt der Moment, wo ich das allererste Mal die Allmacht Gottes gespürt habe. Weil ich habe gebetet und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, nach der ganzen Tour, nach dem ganzen Knast, ich habe mich so leer und schlecht gefühlt wieder. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich dir auch gesagt beim letzten Mal, dass für mich dieses Ganze, das war kein Erfolg. Mhm. Weißt du, es bedeutet mir nicht dieses, ja, der Superstar zu sein oder so. Weißt du, weil ich habe nach einem Erfolg gesucht und es war schon ein Erfolg da. Du fragst mich, hey, wie muss es gewesen sein mit hier Max Herre oder hier mit 187 oder du warst bei 50 Cent Konzert und so. Mhm. Das sind alles Erfolge vielleicht für Leute. Aber ich habe nach etwas gesucht, was wirklich Erfolg ist, aber es gab nichts, was mich erfüllt hat. Weißt du? Und das erste Mal, wo ich diesen Erfolg gespürt habe, ein Teil davon, ja, war, als ich gebetet habe zu Gott und gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt und du mir vergeben kannst, dann gebe ich dir mein Leben, dass du mich so veränderst und zu der Person machst, die du haben wolltest, als du mich geschaffen hast. Ja. Da hat Gott mich gefragt, soll ich dir vergeben? Und ich habe diese Stimme so ganz klar gehört. Das war so lebendig und so autoritär, aber trotzdem liebevoll, wie diese Stimme geklungen hat. Wenn wir jetzt sprechen, ja, wir achten auch auf Mimiken, auf Gestiken, auf Stimmlage, auf all diese Sachen. Aber etwas, was einfach ist, Vollmacht ist, autoritär ist, Liebe ist, das alles in allem, du spürst es, du weißt, es ist Gott. Weißt du? Ja. Das kann nicht irgendjemand so machen. Und er hat mich gefragt, soll ich dir vergeben? Und ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, ich vergebe dir. Und mit diesen Worten, ich vergebe dir, kam so eine Liebe durch meinen ganzen Körper. So ein Gefühl, das ist für mich Erfolg. Das ist für mich Liebe.
Das ist all das, wonach ich gesucht habe die ganze Zeit. Und das ist durch meinen ganzen Körper geströmt, so angefangen in der Brust. Und ich habe das so gesehen, als wäre so ein Licht in meinen Körper gegangen, so, weißt du? So, und ich mache so, das war zu überwältigend, weißt du? Ja. Ich denke, Alter, was geht hier gerade, weißt du? Und mein ganzer Körper fängt so leicht an zu kribbeln, so. Und das war halt der Moment, wo einfach Gott so eingeschlagen hat, ja. Und ab dem Moment konnte ich ja diese Allmacht erstens nicht mehr leugnen und auch, dass er mich so sehr haben will. Ja. Ja. Dass er mir so begegnet ist, dass er auch vor allem mir vergeben will. Ja. Er hat gesagt, ich vergebe dir. Und dann ist erst dieses Ereignis so eingetroffen. Und was ich bei Christian Christ vielleicht ausgelassen habe, ist jetzt, wie sich das alles dann entwickelt hat. Sehr gut, und das machen wir hier. Genau. Dann. Also, für alle, die mehr Details zu dem Zeugnis haben möchten, hört euch gerne Christian Christ an. Sehr, sehr schönes Gespräch auch mit ihr. Schöne Grüße. Und genau, um da anzuknüpfen, Gott hat gesagt, ich vergebe dir. Und mit diesen Worten, ich vergebe dir, habe ich diese Liebe empfangen, dieses Gefühl, diese Vollkommenheit. Ich habe es gespürt, als wäre ich vollkommen. Ja? Ich habe mich so gefühlt, dass wenn ich jetzt einmal nur schreie, so, dass das Haus zusammenbrechen könnte. Okay. Yeah. Also ich weiß nicht, wie ich das einfach jemandem beschreiben kann. Weißt du, wenn du Vollmacht oder Vollkommenheit hast. Du fühlst dich so sicher einfach. Du kannst jetzt, du denkst, ich bin jetzt bereit zu sterben, weil jetzt bin ich vollkommen. Okay. Weißt du? So habe ich mich gefühlt. Und im nächsten Moment, meine Freundin liegt neben mir und fragt mich, und ich frage sie so, Schatz, hast du gerade mit mir geredet? Weil ich wollte trotzdem sicher gehen, weißt du so? Sie sagt, nee, warum? Ich sag, ja, ich glaube, Gott hat mit mir geredet. Die fragt so, was hat er gesagt? Ich sag, ja, er hat gesagt, er hat mir vergeben. Dann sagt sie so, ich glaube auch, dass Gott dir vergeben hat. Ach, dass Gott mit dir geredet hat. Nee, ich glaube auch, dass Gott dir vergeben hat. Und dann wurde es interessant. Weil dann habe ich gefragt, hey, warum glaubst du das? Und dann sagt sie zu mir, ja, ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen, aber ich muss die ganze Zeit an so eine Geschichte denken, wo du mit so einem Mädchen warst und so. Und dann habe ich gespürt, wie Gott die Situation geschaffen hat, dass ich meine Vergebung bei meiner Freundin quasi einhole. Okay. Dass ich Buße tue. Mhm. Verstehst du? Ja. Und ich habe gespürt, wie Gott da ist. Weißt du? Es war so wie ein Freund, der dir so auf die Schulter so, hey, komm, jetzt erzähl. Weißt du? Ja. So, komm. So ein bisschen drückt, so, komm jetzt, ich bin da, weißt du? Anschiebt, ja. So habe ich es gespürt, richtig. Ich dachte, boah Gott, mach doch nicht so jetzt, weißt du? Und er, doch, jetzt musst du erzählen. Du wolltest die Vergebung, weißt du? Ja. Und dann frage ich so meinen Freund, ja, was willst du denn wissen? Ich sage, ja, an diesem Tag, du hast mir gesagt, da war nichts und dies und das. Und ich merke so, ja, also es war auch an dem Tag nichts. Die Folge wird länger, ne? Ja, wir machen noch mal eine Woche. Okay. Aber du hast noch 5 Minuten, also hast okay, noch Zeit. Alles klar. Und wenn nicht, überziehen wir. Okay, alles klar. Sie sagt so, ja, du hast gesagt, da war nichts und so. Und ich habe ihr damals so eine Halbwahrheit erzählt. Ja. Und diesmal habe ich ihr dann die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, nee, es ist nichts Sexuelles gelaufen. Wir haben nicht miteinander geschlafen, aber ich habe mit ihr die Nummern getauscht. Ich war voll besoffen, ich weiß nicht warum. Ja. Das war die Wahrheit. Und ich habe gespürt, wie Gott immer noch da war. Und dann sagt sie, ja, und was war an diesem Tag, wo du da mit den Jungs warst? Und ich merke so, oh. Die nutzt es jetzt richtig aus. Ja, wenn jetzt noch mehr fragt, dann wird es irgendwann kritisch. Und ich frage, okay, was willst du denn darüber wissen? Und sie geht so mehr ins Detail und so. Und dann habe ich die erste Lüge ausgesprochen. Und mit der ersten Lüge ist dieses ganze Gefühl, diese
Vollkommenheit, Vollmacht, all das weg gewesen. Okay. Direkt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ey, Gott hat gerade mit mir geredet und du fragst mich so Sachen. Ah, ich bin in den Wohnzimmer gegangen. Ich bin aus der Situation einfach geflüchtet. Weißt du? Ich habe mir einfach wieder so ein schlechtes Gewissen gemacht, weißt du? Ja. Und bin so entflohen aus der Geschichte. Und war dann im Wohnzimmer, hab mich ganz sehr gefragt, ey, hat Gott mir jetzt vergeben oder warum habe ich jetzt gelogen und so, weißt du? Mhm, ja. Ich habe mich natürlich voll mies gefühlt so, aber ich wusste, ey, ich habe gesagt, Gott, ich kann das nicht sagen, weißt du? Und ich war ganz ehrlich, wo ist das jetzt, dieses Gefühl? Und das ist, weißt du, dieses Gefühl, das ist einfach so schön. Mhm. Okay, finde ich interessant. Also, weil du es heute hier erzählst, hast du es ja dann irgendwann deiner Verlobten erzählt. Natürlich. Sonst wäre es jetzt blöd, wenn sie es hören würde wahrscheinlich und überrascht. Ich finde es interessant. Also, ich habe heute gehört, da habe ich mit einem Moslem, glaube ich, geredet. Mhm. Der hat gesagt, die Moslems sind immer so straight und so, sagen wir mal, Realisten. Mhm. Und wir Christen sind immer Fühlende. Mhm. Und du hast auch jetzt ganz viel vom Fühlen geredet. Ne? Du hast dich gut gefühlt, Gott war an deiner Seite und es war gut. Und dann war dieses gute Gefühl und auch dieses Mächtige weg. Mhm. Wie war denn dann die Geschichte mit deinem Vater? Wann hat der denn erfahren, dass du Christ geworden bist? Und wie war das für den, der ist ja Pastor, für den ist das ja genau super. Ich muss sagen, auf der ersten christlichen Veranstaltung nach meiner Bekehrung. Mhm. Bekehrt habe ich mich ja 2023, mhm, Anfang des Jahres einmal und dann 2023, Ende des Jahres, habe ich den Deckel zugemacht. Was heißt das? Weil Anfang 23 habe ich mich bekannt zum christlichen Glauben. Mhm. Aber Ende 23, weil Anfang 23, ich muss dir vorstellen, ich habe gesagt, Leute, ich will meinen Weg jetzt mit Jesus gehen. Mhm. Und ich weiß nicht, was das für meine Musik bedeutet und alles. Also das ist deine Community gesagt? Genau, meine Community. Mhm. Und habe dann ein Jahr einfach gar nichts gemacht. Also keine Musik rausgebracht, nichts. Mhm. Ich war so wie auf Eis gelegt. Ja. Und das hat halt viel damit zu tun mit dem Wort, was ich dir vorhin gesagt habe, was in meinem Gebet war. Mhm. Weil in meinem Gebet war ja Gott, wenn du mir vergibst, gebe ich dir mein Leben, dass du mich so veränderst und zu der Person machst, die du haben wolltest, als du mich geschaffen hast. Ja. Und dieser ganze Prozess jetzt ging ja dann so lange, Gott hat meinen Freundeskreis verändert. Mhm. Meine Gewohnheiten, Alkohol, Pornografie, all diese Sachen. Mhm. Ja. Er hat mir alles weggenommen. Mhm. Aber nicht so weggerissen, sondern ja, mit meinem Willen. Er hat mir die Erkenntnis gegeben, das zu überwinden. Ja, jetzt nur kurz eine Frage. Ja, ich komm nur auf den Punkt zurück. Ja, mach mal durch, okay. Ich merke meins, okay. Mir meins. Okay, weil der Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich habe dann ein Jahr keine Musik gemacht, weil ich ja in dem Prozess war, ne, dass Gott alles ändern wollte und Gott wollte auch meine Musik ändern und ich wollte aber nicht. Ja. Also, und habe dann ein Jahr einfach keine Musik gemacht. Ja. Ja, weil er wollte meine Musik jetzt ändern. Mhm. Die anderen Sachen habe ich alle gelassen. So. Aber an meine Musik wollte ich nicht. Und dann Ende 23 habe ich diese Erkenntnis gehabt, nein, genau da lasse ich dich auch. Weil da ist das Instrument, was du nutzen möchtest auch. Warum, also was ist geändert an der Musik? Also da kommen wir nächste Woche drauf, aber so zum einen, also weil deine Texte sind jetzt nicht schlimm. Oder habe ich zu wenig gehört von dir? Och, du hast wahrscheinlich zu wenig gehört, ja. Ja? Zu wenig gehört. Aus der Sicht und mit den Worten von... Mensch, da sind wir ja schon wieder. Schucker, FFK. Oh, Steven, da hast du mich ja schon wieder. Ja. So, aber jetzt zum Schluss. Ich muss sagen,
das ist das längste Gespräch, also späteste Gespräch, okay, das ich je hatte in meinem Leben. Mhm. Also nicht mal meine Frau kann mich so spät noch ansprechen. Okay, das sehe ich mal als Kompliment. Ja, aber hallo, mit dir macht es richtig Spaß. Das freut mich. Und es war nicht mal ironisch gemeint. Genau, wir hatten das letzte Woche über die Texte, ne? Du hast gesagt, Anfang 2023 hast du dich bekehrt. Genau. Und Ende 2023 hast du dich komplett bekehrt. Genau, kann man so sagen. Ich kann mir gut vorstellen, Leute, die dich gehört haben, wie du rausgekommen bist zu deinen Hochzeiten, sind jetzt ein bisschen genervt von den Texten, die du jetzt schreibst. Oder könnte ich mir vorstellen, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber wie ist denn da die Resonanz auf christliche Texte jetzt? Ich glaube, das, was ja für viele ein Dorn ist, ist ja einfach, dass es christlich heißt oder Christus ist, dass es Jesus ist. Ja. Wenn ich einfach die Musik machen würde, ohne zu sagen, dass ich Christ bin, dann würden die Leute das eher annehmen. Ja. Aber die Welt hat sich ja so dagegen gestellt, gegen Jesus, gegen diese, gegen die Position, ja, die wir Christen erkannt haben, die Jesus hat. Und das ist ja das Problem. Das heißt, ich gebe nicht mal den Fans die Schuld, ne? Sondern ich weiß, dass das Licht schon immer die Finsternis verdrängt hat. Und die, die in der Finsternis leben, ja, die, für die ist das einfach zu hell. Es strahlt zu sehr, weißt du? Und zum Beispiel, weil wenn ich jetzt in meinen Text reingehe, mein erster Song, Du, da sage ich, okay, den Einstieg habe ich gerade, warte. Ich bin schon in neuen Texten, weißt du? Ich bin gerade so viel am Schreiben. Ja, ich singe währenddessen schon mal den Refrain. Du machst dich klein und befreist die, die klein sind und unterlegen. Du hast gezeigt, ganz allein war ich unterwegs. Du machst mich frei, weil du weißt, ganz allein werde ich untergehen. Heute bin ich frei, mit deinem Heiligen Geist bin ich unterwegs. Ich wollte Umsatz zählen, Marken aus Designerläden, Namen auf der Straße haben, Jungs, die meine Nummer wählen. Immer gut vernetzt, immer gut für Stress, MMF, Leben ist perfekt, immer super Sex, war auf Rauschgift, dachte mir, ich brauch nichts, außer meine Jungs, meine Eltern drohen mit Rausschmiss, heut weiß ich, es taugt nix, auf die Jungs zu bauen, schau, wir leben unseren Traum, nur so lange, bis wir aufstehen, heute, wenn ich rausgehe, lebe ich diesen Frieden, denn der Satan erzählt Lügen und plant jeden Tag Intrigen, hat mein Leben schon zu lange von dem Herrn getrennt. Doch das alles siehst du erst, wenn du den Herrn erkennst. Boom. Boom. Und das ist halt Real Talk. Ja. Und das mögen die Leute, also die Welt nicht. Das Problem ist, ich rappe sowas und sage, Gott hat mich rausgeholt. Ja. Dann schreiben viele Fans, warum gibst du Gott die Props? Du hast doch alles alleine gemacht. Ich feiere dich. Aber warum sagst du immer, Gott macht das alles? Du hast alles allein gemacht, weißt du? Ja. Deswegen sage ich am Ende vom Satz, das alles siehst du erst, wenn du den Herrn erkennst. Alle Erkenntnis kommt von ihm. Amen, ja. Weißt du? Das heißt, ich kann jetzt einem davon erzählen, aber wenn er selber diese Erkenntnis vom Herrn nicht hat, ne, dann ist er blind. Ja. Und das ist die traurige Wahrheit, warum ich auch keiner bin, der in Debatten reingeht oder so viel darüber diskutiert. Ich bete eher für jemanden ne, und bleibe in Liebe mit denen, anstatt halt ihn zu versuchen umzudrehen, ja, und zu sagen, nein, unser Gott und dies und das, weißt du? Ja. So, weil wenn wirklich, wenn es um Debattieren geht, da hat das Wort genug Power. Durchschlagkraft, ja. Ja, weißt du? Das stimmt. Genau. Ja. Also, ich würde mich wundern, wenn du von dir nicht am Ende des Jahres in meiner Spotify-Liste mit unter den Top 3 hängt. Also ich finde dieses Lied, ich weiß gar nicht, was es transportiert. Mhm. Aber für mich, ich liebe das auch, wenn Musik gut ist. Ne? Genau, du hast ja auch ein Cover dazu gemacht. Ne? Ja, finde ich cool. Ja, danke schön. Erstmal Props. Ey, dein Cover, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil es gibt ja öfter sowas, ne, dass man jemand irgendwas, ob der jetzt ein Duett dazu macht oder so, ne?
Aber ehrlich, dein Cover hat auch eine Emotion transportiert, die heilig war. Ja? Dankeschön. Also heilig ist. Ja. Und ich habe es mir mehrmals hintereinander angehört und finde halt, ich höre es auch jetzt noch manchmal, ja, ne? Dass es halt auch was anderes ist als das, was ich gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist was Eigenes. So. Und trotzdem transportiert das dieses Heilige, was ich mit dem Song transportieren wollte. Ja, danke. Aber, also unbedingt, ey, das muss man sagen. Weil mir zum Beispiel geben auch jetzt Leute Feedbacks, die sagen dann, und das sind Leute aus meinem engeren Kreis, mhm, die sagen dann zum Beispiel, ey, der Song, du, der fühlt sich heilig an, mhm, weißt du? Der transportiert einen guten Geist, so, weißt ja du? Und das ist eigentlich genau das, was ich nur tun wollte. Ja, ich wollte nicht mehr diese anderen Geister ansprechen, ich wollte mit dem Heiligen Geist arbeiten. Ja. Ja, also ich, für mich ist das ein Lobpreislied und jetzt für den Hörer, der das vielleicht nicht mitbekommen hat, ist ja auch nicht so schlimm, aber weil es für mich ein Lobpreislied ist, habe ich mir erlaubt, da eine Lobpreisstrophe dazu zu schreiben. Amen. Weil ich das gerne halt im Gottesdienst singen wollen würde. Ey, da will ich mal sehen, wie das da funktioniert, ehrlich. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, weil ich bald auf Reisen bin. Mhm. Aber sobald ich wieder da bin oder wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich das reinzubringen und dann mega schicke ich dir das auf jeden Fall. Schick mir das, vielleicht singen wir das dann auch in unserer Gemeinde. Hey, das, ja, das wäre sehr cool. Mhm. Genau, also mit dem Lied, finde ich, man spürt es. Also man merkt da richtig, ich finde es auch von dir sehr reif und ich muss sagen, für das, wie du hier, ich klinge jetzt so wie so der ganz alte Mann oder sowas, aber wie du redest, ne, auch mit, also hätte ich einen 2 Jahre Puma-Vertrag oder Kooperation oder wie das man nennt, ich glaube, ich wäre der Geilste. Also ich, also weißt du, was ich meine? Weil man kann sich da was drauf einbilden. Ne? Da muss ich schon auch, wir spannen den Bogen zurück, auch so, an deine Eltern. Ne? Also es kommt ja auch von deinen Eltern, kommt auch natürlich von deinem Charakter. Mhm. Aber so was Demütiges halt. Guck mal, ganz ehrlich, ich bin ehrlich. Ja? Mhm. Ich muss sagen, dass das auch manchmal mir zum Verhängnis wird. Ja. Dass ich halt überhaupt solche Sachen, ich will nicht sagen, nicht wertschätze, ich freue mich darüber. Ja. Weißt du? Aber ich hänge nicht daran oder so. Mhm. Es ist für mich nicht. Und manchmal gehe ich dann halt mit Sachen auch so einfach so plump um. Mhm. Weißt du? Ehrlich, ja, so dieses plump ist das beste Wort, was es beschreibt, weil es interessiert mich nicht so sehr, dass es irgendwie, weißt du, es ist schwer zu sagen, es klingt vielleicht sogar arrogant oder so. Ich will gar nicht so klingen, aber das definiert mich nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das definiert mich nicht. Überhaupt gar nicht. Und ich kann das, ich rock immer noch Puma. So, ja. Weil es einfach, es freut mich so, wir haben was Schönes gemacht und so. Aber keine Ahnung, so. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so viel Wert in meinem Leben hat. Ja. Ja, dein aktuelles Lied heißt ja Gott, Mein Gott ist Liebe. Genau, Mein Gott. Nicht Gottes Liebe, Mein Gott ist Liebe. Was kommt denn jetzt noch von dir? Mein Gott ist Liebe, der Song, der ist ja jetzt letzte Woche erschienen. Ne? Ja, also wir nehmen es jetzt vor 8 Wochen oder ja, 10 okay, Wochen okay, ist erschienen, ja. Okay. Ja. Noch länger. Okay, lass uns mal ganz kurz noch einmal ganz 12. kurz Juli, glaube ich, hast du gesagt. Ja, ich glaube, der ist wirklich am 12. erschienen. Ja, genau. Ja. Der Song Mein Gott ist Liebe ist am 12. Juli erschienen. Mhm. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Song, ja, um erstmal zu sagen, so, was, also Mein Gott ist Liebe. Ich weiß nicht, was dein Gott kann und ist, weiß ich schon, aber ja, meiner ist Liebe und halt einfach mal den Leuten auch mal einfach wörtlich mit meinem Flow, mit meiner Art und Weise zu erklären, ja, warum es sinnvoll ist, sich für diesen Gott zu entscheiden. Weißt du? Und das heißt, guck mal, ich habe hier ein Projekt sitzen. Ja. Weißt du? Es kommt nur noch so Musik, Bruder. Mhm. Weißt du? Aber jetzt ist halt der Sommer. Ich weiß nicht, ob die Folgen bis zum Winter reichen, die wir jetzt hier haben, weißt du? Aber im Winter kommt dann ein ordentliches Projekt. Mhm. Und das wird dann halt schon den Sound zeigen, wo es hingeht.
Okay. Also, das heißt, jetzt im Sommer ist ein bisschen Spielerei, ein bisschen einfach nur Musik machen. Ja. Also, aber im Winter, da werden die Leute schon dann wissen, dass Sugar wirklich jetzt ernst meint. Okay. Also können wir uns drauf freuen? Also definitiv, definitiv. Also der Einzige, der sich nicht darauf freuen kann und wird, ist der Satan. Ja. Nee, kann man sich drauf freuen, doch. Ja. Okay. Ich habe eine Frage noch, bevor wir aufhören. Mhm. Also dieses komplette Interview leider aufhören. Mhm. Beziehungsweise... Ich bereite dich schon mal vor, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Mhm. Am Ende dieses Interviews hast du noch mal 5 Minuten, die du füllen kannst mit dem, was du willst. Okay. Und ich schätze dich jetzt so ein, dass du kein Problem damit hast, die zu füllen, beziehungsweise so spontan bist. Wir haben angefangen mit der Beziehung zu deinem Vater, ne? Ja. So unser erster Podcast war das so. Jetzt bist du Vater von 2 Kindern. Amen. Wie ist es für dich, Vater zu sein, ist jetzt eine dreifache Frage. Wie ist es für dich, Vater zu sein? Wie beeinflusste dich deine Vaterbeziehung bis 7 Jahre? Dann die heutige Vaterbeziehung und die Gottesvaterbeziehung. Boah. Boah. Das war zu kompliziert. Ja, also erstmal. Ja. Ja, ich bin Vater. Ich bin auch sehr stolz, Vater zu sein. Ich bin sehr froh darüber. Das ist ein sehr, sehr schöner Part, den ich Gott sei Dank auch erfüllen und erleben darf. Ja. Gott ist wirklich gut zu mir. Er hat mich gesegnet mit 2 gesunden Jungs, mit einer sehr, sehr gesunden Frau auch. Und ja, wir rocken das Ding alle zusammen. Und ja, ich muss sagen, die Vaterrolle ist halt nicht immer einfach, ne? So, es ist halt nicht immer einfach, Vater zu sein, um halt den Jungs etwas vorzuleben, etwas mitzugeben, dass sie halt auch in dieser Welt auch zurechtkommen. Ja, die Welt ändert sich ja auch immer wieder. Mhm. Das heißt, viele Sachen, die für uns noch galten und normal waren, ne, die sind jetzt für die anderen, die lernen viel schneller, die sind schon mit Internet und sowas, sehen die schon. Ja. Und genau, das heißt, diesen ganzen Sachen auch... einfach so weit im Voraus zu planen alles. Weißt du, ich meine, dass man halt für die Kinder einen guten Weg aufbaut. Das ist halt sehr, sehr viel Verantwortung. Aber ich habe diese Verantwortung angenommen, ja, nicht nur indem wir die Kinder zur Welt gebracht haben, sondern wirklich indem ich gesagt habe, ich bin Vater, weißt du. Mhm. Und ich kenne auch viele Jungs, die, okay, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, so. Mhm. Okay, aber... Am Ende des Tages sehe ich meine Kinder, die zum Beispiel, die sehen, ich sage, ich gehe zur Arbeit, dann sagen die, ja, ich will auch zur Arbeit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das sind so kleine Sachen, wo ich einfach schon auch an die Jungs, die auch Kinder haben, ja, auch einfach sagen möchte, ey, ihr seid Vorbilder. Ihr habt eine bestimmte Funktion, eine bestimmte, ihr seid einfach Vorbilder. Mhm. Und genauso, da kommen wir zur zweiten Frage. Mein Vater, der 7 Jahre nicht da war, der diese Sachen mit mir nicht machen konnte, ja, mit dem ich lange keinen Frieden schließen konnte, mit dem ich erst Frieden schließen konnte, indem ich Gott erkannt habe und erkannt habe, wie wichtig es war, dass mein Vater Gott in mein Leben gebracht hat schon, ja. Mhm. Da habe ich erst meinem Vater die ganze Dankbarkeit gegeben, so in meinem Herzen. Ja. So, da hat mein Vater so einen Riesenplatz, er hat den größten Platz eigentlich in mein Herzen eingenommen. Trotzdem ist er nicht der, den ich jetzt jeden Tag frage, obwohl ich ihn jeden Tag fragen könnte. Ja. Weißt du? So. aber was mein Vater, er war jetzt auf meiner ersten christlichen Veranstaltung, wo ich gewesen bin, Erlebt Event. Mhm. Ist ein Event, wo halt auch... ja, viele Sprecher dann auf die Bühne gehen, auftreten. Ich habe da ein Interview gegeben, ist ein christliches Event. Mhm. Und da haben die auch meinen Vater gefragt, wie ist das für Sie? Ja. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, kennen Sie die Geschichte von dem verlorenen Sohn? Mhm. Der sagt, so ist das für ihn, weißt du? Mhm. Und ich kann ja jetzt auch die Geschichte teilen, ich verstehe, wovon er redet, weißt du? Ja. Genau. Mhm. Dahingehend ist eine sehr, sehr große Versöhnung entstanden zwischen mir und meinem Vater. Gott hat es wirklich gut gemacht. Und
was wichtig zu sagen ist, ist auch, mein Vater heißt Manuel. Mhm. Und Emmanuel heißt ja Gott mit uns. Ja. Und genau das hat ja mein Vater auch erfüllt. Er ist, durch ihn ist Gott in unsere Familie gekommen. Mhm. Weißt du? Und mein zweiter Sohn heißt auch Emmanuel. Den habe ich diesen Namen gegeben. Ja. Aus dem Grund, weil ich quasi dieser Vater für meinen Sohn sein möchte, mhm, den mein Vater nicht sein konnte. Okay. In der Zeit, verstehst du? Ja. Das heißt, ich habe so wie die Rollen getauscht. Mhm. Er ist jetzt ich und ich bin jetzt er. Mhm. Weißt du? Und sehr tiefsinnig. Aber das war diese Intention, meinen Sohn diesen Namen zu geben. Und genau, Gott ist mit uns. Mhm. Da kommen wir zum Vater, zu dem allmächtigen Vater. Mhm. Ja. Was hat er in meinem Leben für eine Rolle, war das die Frage? Also, ja. Natürlich möchte ich Gott noch näher kommen, ich möchte noch mehr erleben, was Gott geplant hat, was er vorhat, was er in Deutschland machen möchte, mit mir machen möchte, mit meiner Familie. Ich will noch mehr Gott vertrauen. Also ich sag mal, ich habe ja mit ihm schon so, wie sag mal, es gibt ja einen, der hat mit Gott gerungen. Ja. Weißt du, Jakob. Ja, genau. Und ich habe auch mit Gott gerungen, würde ich fast schon sagen, ja. Weil ich habe wirklich immer wieder so trotzig und immer wieder, weißt du, da hat er schon mir vergeben, was ich meine. Und dann muss ich trotzdem nochmal lügen. Oder dann, weißt du, und immer wieder gab es solche Situationen. Dann hat er mich jetzt, habe ich gesagt, veränder. Mhm. Und er verändert und dann habe ich wieder, nein, Musik nicht, weißt du. Ja. Und wir haben schon eine sehr intensive Beziehung. Ich bete dafür, noch mehr zu vertrauen. Mhm. Auch noch mehr wirklich dieses Fleisch wirklich zu ja, vernachlässigen oder wie man das sagen kann, weißt du? Mhm. So mehr wirklich im Geist mit dem Herrn zu sein und weniger halt, weil das sind halt diese Sachen dann, ne? Wenn man dann Musik macht, mhm, und auf diese Person, auf deine Musik, auf deinen Namen bezogen wirst, so, dann kann man sich auch schnell immer wieder mit einem Bein immer wieder in die, mhm, Welt, weil dann sieht man wieder viele Möglichkeiten und sagt dir vielleicht dein Freund, ey, dafür hast du doch immer gearbeitet. Und weißt du, ich kriege ja auch Anfragen von irgendwelche hier Werbeverträge für Jack Daniels oder hier, mhm, wie heißt es, Jägermeister oder Havana oder sowas, weißt du? Okay, ja. So, und das sind, oder Auftritte, Aufträge in Clubs und so. Aber das mache ich alles nicht mehr. Mhm. Weißt du? Und auf der anderen Seite habe ich ein riesen finanzielles Loch gehabt. Mhm. Weißt du? Ja. So, das heißt, das ist alles nur mit Vertrauen, mhm, auf den Herrn. Dass ich hier mit Freude, wir haben die ganze Zeit gelacht, dass wir hier sitzen können, weißt du? Und ja, deshalb, es geht nur noch darum, um zu vertrauen und den Herrn einfach machen zu lassen. So. Mhm. Das ist eigentlich so das Wichtigste bei mir, weil ich habe zu viel schon selber falsch gemacht. Mhm. Ja? Und ich weiß einfach, dass der Herr es gut macht. So, weißt du? So, meine, das, das ist eigentlich einfach, ja. Okay. Dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch und auch für deine Zeit. Ich meine, es ist nicht nur die späteste Zeit im Interview, sondern ich glaube, wir haben auch einen guten Rekord aufgestellt, dass wir am längsten fast miteinander gesessen sind. Ich habe dir gesagt, 5 Minuten gehören dir noch am Schluss. Mhm. Ich verabschiede mich schon mal von dem Hörer. Beziehungsweise macht dann noch einen kurzen Tschüss-Slogan. Aber ich mute mich jetzt mal und du darfst jetzt gerne 5 Minuten oder 3 Minuten füllen, wie du willst. Okay, meine Lieben. Also, hier ist Sugar MMFK und ich wollte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ja? Und zwar handelt die Geschichte von einem Bauern. Der Bauer, der hatte eine Farm gehabt. Ja? Eine ganz, ganz bescheidene kleine Farm. Da waren Schweine drauf gewesen, Kühe drauf gewesen, Schafe hat er gehabt. Und alle Leute aus seinem Dorf und dem Umfeld sind immer zu ihm gekommen, um halt die frischen Eier zu erhalten oder frische Milch zu kaufen. Und er hat sie alle versorgt, alle waren immer glücklich, haben sich sehr über ihn gefreut, aber er war halt der Bauer. Ja? Die anderen Leute im Gegensatz waren reiche Leute, die sich das gute Fleisch leisten konnten, die sich die guten, frischen Eier, die gute, frische Milch leisten konnten. Und der Bauer, irgendwann hat er sich gefragt, ich bin der, der diese Menschen alle versorgt, aber ich bin arm, ich habe kein Geld.
ich habe hier nur meine 3-4 Rinder und die Leute kommen alles bei mir kaufen. Und er hat angefangen, immer auf einen Berg zu steigen, um zu Gott zu beten. Er hat Gott gebetet, ja, er hat zu Gott gebetet und gesagt, Gott, bitte schenk mir Reichtum. Ich will auch reich sein, wie diese anderen Leute, wie meine Nachbarn. Er ist immer wieder hoch auf diesen Berg gegangen und irgendwann hat Gott sein Gebet erhört und hat ihm Reichtum geschenkt. Nicht auf einmal, aber seine Rinder haben angefangen, mehr Kälber auszuwerfen. Ja? Die Eier haben sich multipliziert. Er hatte auf einmal mehr Hühner. Alles hat sich multipliziert. Ja? Und der Mann hat angefangen, Leute einzustellen. Erstmal seine Söhne einzustellen. Und dadurch, dass er jetzt wirklich schon Geschäftsmann wurde, musste er auch unterwegs sein. Er musste Leute haben, die aufpassen, dass er seinen Rindern gut geht. Und er ist auf Geschäftsreisen gewesen. Er war viel unterwegs. Und Gott hat alles multipliziert. Er hat mehr Geld verdient. War in verschiedenen Ländern, um seine Produkte anzuwerben und zu vermarkten. War dementsprechend weniger zu Hause gewesen. Und hat mehr oder weniger den Überblick verloren. Das erste Mal wollte jemand ihn überfallen, weil er so viel Geld dabei hatte. Er hat angefangen, einen Sicherheitsmann mit sich zu führen. Er hat in seine Farm hat er Kameras installiert. Er hat bei sich vor seinem Apartment Kameras installiert. Er hat seine Familie nicht mehr vertraut, seinen Söhnen nicht mehr vertraut, weil alle nur noch an sein Geld wollten. Er hat so viele verschiedene Frauen kennengelernt. Er hat alle Art von Essen, was er jemals probieren wollte, hat er schon gegessen. Nichts hat ihm mehr geschmeckt. Er hatte keinen ruhigen Schlaf mehr, weil er die ganze Zeit an sein Geld denken musste, wie er es vermehren kann, damit er sein Ansehen weiter behält, damit er diese riesen Farm, die er mittlerweile hat, wo jedes Tier einfach nur noch durch so ein Fleischwolf gejagt wird. Ja? Er kannte seine Tiere nicht mehr mit Namen und irgendwann hat er eingesehen, dieser Reichtum wollte er gar nicht. Und er ist zu Gott gegangen. Er hat gebetet. Er hat gebetet. Er hat gesagt, Gott, ich will diesen Reichtum nicht. Ich will einfach wieder schlafen können und essen können, was mir schmeckt. Und Gott hat zu ihm gesagt, du wolltest reich sein, aber du hattest guten Schlaf. Du hast ganz normal gegessen. Deine Nachbarn haben dich respektiert. Aber du wolltest unbedingt reich sein. Und jetzt willst du wieder schlafen. Also schlaf für immer. Die Macht der Worte. Der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Authentisch, praktisch, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Olli Balboa hier, Macht der Worte, gibt euch!